Damit einen wunderschönen guten Nachmittag. Hi und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 auf der Zielgerade. Und ich war heute nicht ganz pünktlich, lag aber bloß daran, vielleicht sieht man es am Gewicht. Mir ist dann eingefallen, wo ich noch ein bisschen rumgelatscht bin und geguckt habe, ob das nicht wieder gepitcht klingt und so. Dass ich ja noch was mit dem Gerümpel machen wollte. Oder ich hatte mich immer gewundert gehabt, ja, vom Inventar her. Ich habe jetzt nicht so viel, ich habe hier auch ein bisschen aufgeräumt, ich habe Glyphen und sowas engermaßen weggepackt, dass ich ein bisschen übersichtlicher habe, aber es lag halt wirklich am Krempel. Im Endeffekt so, wo wir übelst viel hatten, jetzt habe ich hier sogar noch vergessen, was abzuladen, warte mal, lass mal gucken, was ist das hier? Ja, Ziegenhaut, weil ich habe da mal gesehen, wie viel Bärenfelle kann man bitte haben oder irgendwelche Häute von verschiedenen Tieren oder Strickleitern oder keine Ahnung, was auf jeden Fall unglaublich schwer war. Das habe ich jetzt mal abgelegt bzw. verkauft und ich habe auch mal nachgeguckt, wo wir ungefähr stehen. Wir sind ja eigentlich an sich auf der Zielgerade und habe gesehen zumindest, also kommt halt drauf an, wie gut wir vorankommen und alles, ne? Aber ja, es sollten nicht mehr wie, ich sag mal, 4-5 Streams sein, also ungefähr 3 Stunden. Dann sollten wir mit dem letzten Akt, denke ich mal, durch sein, beziehungsweise mit Witcher dann komplett. Außer, wie mir das letzte Mal gesagt wurde, kommt vielleicht ja doch noch ein DLC, keine Ahnung. Wenn das kommen sollte, dann kann man das natürlich auch in Angriff nehmen. Aber erstmal bis dahin, weil ich wollte ja danach als nächstes großes Spiel dann Horizon Forbidden West machen. Und hatte schon so ein bisschen Befürchtung, na, wenn das doch ein bisschen noch länger geht und alles, vielleicht wird es dann doch ein bisschen enge, sollte aber eigentlich ganz, ganz gut klar gehen. Und ich habe auch geschaut hier von den DLCs, war gar nicht so viel, wie ich gedacht hatte. Wir hatten, glaube ich, 6 Stream-Tage und ich sage extra Tage, weil ich hatte da ein paar mit bei gehabt, wo wir halt morgens und nachmittags gemacht haben. Und insgesamt waren es vielleicht, glaube ich, 35 Stunden, ich bin mir nicht ganz sicher, sind wir auf jeden Fall doch schneller durchgekommen, wie ich dachte. Wie viele Streams wir jetzt insgesamt haben, weiß ich nicht, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber es hat sich auf jeden Fall
zumindest gelohnt, da ein Intro extra für zu bauen. Für Horizon hatte ich das eigentlich auch vorgehabt, aber habe da sehr, sehr wenig Material und auch die für mich passende Musik noch nicht so gefunden gehabt. Aber wird wahrscheinlich irgendwann, vielleicht für Valhalla, wenn wir Assassin's Creed Valhalla angehen, vielleicht mache ich dafür nochmal eins. Mal gucken. So, wir sollen auf jeden Fall erstmal Avalach sprechen. Wir sind ja, glaube ich, erstmal dabei, alle so ein bisschen uns nochmal zu stärken, keine Ahnung, bevor es dann gegen den Obermotz von der wilden Jagd geht, wenn ich so das noch richtig in Erinnerung habe. Ist ja schon eine, naja, gefühlt eine ganze Weile her, ne? So, und dann sprechen wir erstmal. Achso, wird natürlich auch so sein, dass ich hier wahrscheinlich ein bisschen mehr die Klappe halte, wie bei den ganzen Sachen, wo wir nur rumgelootet haben oder so, weil ist ja sehr schön cineastisch aufgearbeitet. Deswegen, ja. Wir gehen erstmal rein. Brauchst du ein Taschentuch? Muss zugeben, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ihr Menschen habt einen ungewöhnlichen Geschmack. Wie ist es auf dem kahlen Berg gelaufen? Warum fragst du? Du bist doch ein Wissender. Ich frage aus Höflichkeit. Ein Konzept, das ihr offenbar vergessen habt, als ihr wortlos verschwunden seid. Ciri war in Eile. Ich weiß, hat sie im Brief geschrieben. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Ihr habt Imlarit sehr geschickt erschlagen. So geschickt, dass ihr mich sozusagen inspiriert habt. Das heißt? Der Verlust eines seiner großen Generäle hat Eredin geschwächt. Erheblich. Es bleiben noch zwei. Wie werden wir die los? Karantir ist loyal, aber Gels, der ist eine andere Geschichte. Er war ganz unserem früheren König ergeben. Den Eredin zufällig vergiftet hat. Königsmord. Ernste Sache. Davon wissen wohl nicht viele. Unter den Lebenden nur ich. Und Eredin natürlich. Die Frage ist, ob Gels dir glauben wird. Darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Gut. Was schlägst du also vor? Na, Gels herholen, ihm zeigen, was wirklich passiert ist. Wunderbarer Plan. Wenn wir nur wüssten, wo er ist. Wissen wir. Im Land der Enelle. Hä? Land der Enelle? Du entsinnst dich nicht? Immerhin warst du doch einige Zeit mit Eredin unterwegs. Das Land des Erlenvolks. Die Welt, in der wir vor Jahrhunderten ankamen und die jetzt unsere Heimat ist. Die Roten Reiter kommen von dort. Und dort werden wir Gels finden. Du vergisst etwas. Ciri und du, ihr versteht euch aufs Reisen zwischen den Welten. Aber ich nicht so sehr. Sicher weißt du, dass es neben der Welt, in der wir uns gerade befinden, noch zahlreiche weitere gibt. Sie sind durch Passagen verbunden, verborgene Tore, die Reisen von einer Welt in die andere erlauben. Es gibt nicht viele, die von diesen Toren wissen, und nur wenige können sie finden. Wissende der Elfen zum Beispiel? Zum Beispiel. Eine solche Passage wird sich bald auftun, zufällig ganz in der Nähe. Zwischen diesem noblen Gebäude und dem Fleischerhof. Das ist unsere Chance. Gehen wir? Klar gehen wir. Ich hoffe, ich habe am richtigen Punkt aufgehört gehabt. Denn ich weiß nicht, ob wir großartig wieder reinkommen müssen, weil Geralt sah auch gerade so ein bisschen aus, so wovon redet der? Deswegen mal gucken. Gehen wir. Zum Beispiel von den anderen beiden Generälen wusste ich jetzt nichts mehr. Wo er den anderen Namen erwähnt hatte, ja, den haben wir ja getötet, aber... Ich sollte hier mal einen Göttling rauswerfen. Du solltest? Er war harmlos. Okay. Ah. Toll. Durch Raum und Zeit. Naja, da bin ich mal gespannt, wo wir da ankommen. Ich bin auch gespannt jetzt, ehrlich gesagt, von den Gegnern her. Das kommt ja auch nochmal darauf an, wenn das bei Stufe um die 30 geblieben ist, dann wird es, denke ich mal, relativ easy peasy. Zumindest war das so mein Vorhaben gewesen. Falls nicht, falls sich das angepasst hat, könnte es knifflig werden. Wenn wir reingehen, gibt es keine Rückkehr, bis wir Gels finden. Bereit? Ja, gehen wir. Denk dran, wo immer du auch landest, suche nach einem Ort, der diesem hier ähnelt. Früher oder später finden wir uns.
Wir werden also getrennt? Möglicherweise. Leider habe ich nicht die Fähigkeiten deines Mündels. Zirael ist die Herrin der Zeiten und Welten. Ich verfüge über dieses Geheimwissen nur in begrenztem Umfang. Es ist soweit. Wäre es da nicht schlau, mit Ciri da durchzuwandern? Ich hasse Portale. Ja, das wissen wir. Aber das macht ihn auch sympathisch. Ich habe jetzt gegen Portal nichts, aber gut, ich muss da auch nicht durchlatschen. Ne? Mal gucken, wo wir da hinkommen. Weil erst hatte ich den Verdacht gehabt, okay, wenn wir jetzt in so eine Art neue Welt reinkommen, nicht, dass es da wieder einen Haufen Fragezeichen gibt und so. Ich meine, das haben wir alles bis auf 2, wo mir gesagt wurde, da kommt man noch hin, schon alles gemacht. Wenn das nicht der Fall sein sollte, ich werde wahrscheinlich ganz am Ende vom Spiel mal nachgucken, aber ansonsten würde ich wahrscheinlich sagen, ja, scheiß drauf. Na, es sind nur 2. Kommt mir bekannt vor, Skellige, aber... Ja gut, ich kann mich auch täuschen. Okay, finde die nächste Passage. Wo sind wir? Willkommen in der Wüste Didibet. Ist das hier noch unsere Welt? Okay. Hast du in deiner Welt schon mal solche Schluchten gesehen? Komm, wir müssen weiter. Okay, es sah am Anfang ein bisschen vereist aus, dass wir Skellige... Okay, wir sind vielleicht doch eher in der Wüste. Was für ein Ort ist das hier? Eine sehr alte Welt. Vollkommen verwüstet und zerstört. Gibt es hier noch Leben? Oh, ich dachte, ich kann jetzt mal laufen. Wüstenkreaturen, die mehrere Monate ohne Wasser auskommen. Ach ja, und riesige Sandwürmer tief unter uns im Boden. Das wird spaßig. Wir müssen aufpassen, dass sie uns nicht bemerken. Ja, kann ich nicht für garantieren. Gab es hier irgendwelche Menschen oder Elfen? Glaubst du etwa, dass die Zweibeiner die einzigen sind, die Welten zerstören? Also was hat hier gelebt? Intelligente Monster oder sowas? Schau dir diese Klippen an. Erinnern sie dich an was? Nö. Die sehen aus wie ein gewaltiges Flussbett. Oder wie ein Meeresboden. Meinst du etwa, hier haben mal Wasserkreaturen gelebt? Keine Kreatur, aber es gab hier ein Meer. Und das heißt... dass es viele verschiedene Welten gibt und noch mehr Lebensformen. Mach's viele von ihnen sind intelligent. Eigentlich viel intelligenter als ihr Menschen. Aber wie es aussieht, hat sie das auch nicht davon abgehalten, alle Ressourcen ihrer Welt auszubeuten, bis zum letzten Tropfen. Ah, ja, da kommen wir auch langsam rein. Sieht eher wie eine Ruine aus. Der Schein kann oft trügen. Und? Worauf warten wir? Es muss sich erst öffnen. Sollte aber nicht mehr allzu lange dauern. Toll. Weil das hat mich gerade so kirre gemacht, dass wir die ganze Zeit nur hinter ihm so herlatschen durften und nicht mal ein bisschen... Was ist los? Die Sandwürmer haben unsere Anwesenheit gespürt. Wunderbar. Und dass ich nicht mal ein bisschen hinne machen konnte. Ja. Herrlich. Okay, wow. Die Dings sind nicht angepasst, so wie es aussieht. Finde ich aber... Komm eher jetzt wieder hier. Finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Weil, wie gesagt, dadurch ist es wesentlich einfacher. Ich meine, wo wir reingegangen wären, dann wären wir, glaube ich, Stufe... Weiß ich gar nicht. Stufe 30 oder so? Darf ich mal an den da ran? Dankeschön. Ich hatte auch übrigens überlegt gehabt, ob ich mir mal was herstellen lasse, bis ich dann gesehen habe, okay, bei manchen... Bei manchen fehlen mir Ressourcen, also... Schnell, spring rein. Ja, ist ja okay. Die können ja sowieso nicht. Gerade mal halb so stark wie... Ja, okay, gut, wir gehen da rein. ja, also eine Rüstung oder so habe ich immer noch nicht gemacht. Weil... Zumindest habe ich das bei den Schwertern gesehen, da haben mir Ressourcen gefehlt. Die Schwerter wären jetzt aber auch nicht so gut wie unseres gewesen. Ich glaube, ich bleibe auch bei unserem, weil... Ich möchte behaupten, es hat... Mir wurde beim letzten Mal gesagt, das levelt halt auch mit. Ne? Also von der Stärke her, deswegen. Ich glaube, da werde ich bei ihm bleiben. Okay, wie komme ich da am geilsten runter, ohne zu sterben? Das ist die Frage. Ja, Alter. Geralt, nicht runterrutschen. Ich würde am liebsten runterspringen, aber das ist halt nicht Assassin's Creed. Ein
gehen. Lass mal gucken, diese wie wir Kämpfe hier. Sehen nicht gerade einladend aus. Oh oh. Oh oh. Hab ich hier auch eine Stelle, wo ich. Doch, hier. Luft anhalten. Gut, gut, gut. Hä? Hä, was war das? Warte, warte. Noch etwas länger. Na, und ich wäre erstickt. Ja, na. Wir müssen aber trotzdem nochmal durch hier rein. Okay. Wir haben also immer wieder Stellen, wo wir uns. Wo wieder Luft. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Lol. Ich kann ja Spaß haben, mal gucken. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Karte habe. Ist schön, dass ich Fähigkeitspunkte erhalten habe. Oh, naja. Naja, Weltkarte haben wir nicht. Aber wofür halt, ne? Ich glaube hier drüben lang. Und dann hier runter. Ich sollte diese Schwaden meiden. Oder ganz schnell hindurchlaufen. Wow, Alter. Kann ich meditieren? Kann ich nicht. Gehen wir auf Risiko? Ich meine, der Sturz war jetzt ein bisschen sehr scheiße. Okay. Easy peasy. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwelche Viecher kommen. Oh, na super. Mal, solange wir noch Luft haben, können wir mal gucken. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ich meine, Inventar ist jetzt wieder genug Platz. Ja, genau, klopp drauf, Mann. Nimm das Schwert, Junge. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Ich muss diese nächste Passage schnell finden. Ja, ja, ist die da drüben? Also ich weiß nicht, das wirkt mir für mich wie ein Leuchtturm. Ich meine, er kann ja auch ein bisschen mit dem Schwert rumwedeln, oder? Sollten doch wieder warm werden. Und weißt du, jetzt hier hat er Schnee, warum slidet er hier nicht rum? An jedem Kackberg rumsliden, aber hier hat keinen Bock, oder was? Weißt du jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, Mann, jetzt hast du mal die Chance, mein Guter. Snowboard hast du natürlich wieder vergessen. Ja, okay, gut. Natürlich. Was? Hä? Ach, komm. Sind ja lustige Viecher. Okay. Oh, oh, oh. Scheiße. Ich sehe es zwar. Okay, hat er gesagt, oh Gott. Allerdings eine Stelle finden. Ich will aber meine Himbeeren dafür nicht aufbrauchen, aber werde ich wahrscheinlich müssen, wa? Vielleicht kriege ich es auch so hin. Ich meine, die Dings sind, glaube ich, nicht weit weg. Jetzt muss ich zum... Uah, nein, nicht so schräg rutschen, nicht so schräg rutschen. Scheiße, er hat sich gerade wieder gefangen gehabt. Aber ich muss wahrscheinlich... Scheiße, muss ich oben oder unten lang? Okay, wahrscheinlich unten. Also ich hoffe, seine Energie regeneriert sich, ja? Oder auch nicht. Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Das war 2 Minuten, Mann. Nein. Hab nur die Ausblicke genossen. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie nur nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein, das ist Teth Dariad, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde.
Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Gils zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Gels ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den NLM. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war. Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Aber sich über uns aufregen, dass es so lange gedauert hat, oder was? Das Licht auf dem Gipfel. Warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Also, man sieht schon, ich lasse mir hier ein bisschen mehr Zeit, nicht so wie bei den Nebenmissionen oder so, dass ich da irgendwas überspringe, ne? Also keine Sorge, wem das vielleicht genervt hat. Oder man dann nicht schnell mitlesen konnte. Und ja, ne? Werde ich hier auf jeden Fall nicht machen. Nicht in der Hauptstory. Und da will ich halt auch ein bisschen mehr Informationen haben. Deswegen werde ich da auch schön alles durchgehen. Endlich. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Gels Hauptquartier. Ja, Bericht. Das hat sich natürlich nicht geändert. Da bin ich zu faul. Da bin ich ehrlich gesagt wirklich zu faul. Und ich muss wieder stumpf hinter ihm herlatschen. Ne? Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Warum? Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Krevan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva, Ketmil. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorren. Findest du nicht auch, Krevan? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Wir sind nicht zum Teetrinken hier. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Schwierig, aber ich glaube, er ist ehrlich gegenüber Ciri, deswegen... Ich glaube, auch unter den Enele können manche anständig sein. Unwissenheit ist der Segen der Narren. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Er weiß es schon, oder? Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen.
Du hast einen Oneiromanten? Was? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Really? Really? Okay, ich finde es aber seltsam, dass er so einfach bereitwillig mitkommt. Dafür, dass es doch so gesehen der Vizekönig da ist? Also ja, er kennt ja Avalach, aber er scheint ihm ja nicht wirklich zu trauen. Das ist seltsam. Aber Avalach hat auch gesagt, das ist ja wohl der Mächtigste. Ich dachte, das war aber eher darauf gemünzt, weil er so die Strippen im Hintergrund, sage ich mal, zieht, ne? Und sonst nicht großartig auf dem Schlachtfeld in Erscheinung tritt. Ich meine, gegen uns wird er eh nicht ausrichten können, weil, wie man gesehen hat, die Gegner sind ja jetzt nicht großartig stärker, wie sie hätten sein sollen. Also, dass sie um sie 30 rum sind. Aber bei ihm weiß ich nicht. Die Sache ist ja, ich glaube, dass mit den letzten Vorbereitungen, wir müssen ja sowieso alles machen. Also ist das vielleicht erstmal so, Aber nicht, dass ich dem jetzt nachgegangen bin und andere Sachen jetzt nicht mehr machen kann. Das hatte ich. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Jetzt weiß Visionen, ich wieder. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Zu viel des Eigenlobs. Biete Eredin die Stirn, das ist alles. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? Aber kann sie das? Mit mehreren? Okay, vielleicht aber auch nacheinander. Also, ne? Okay, vielleicht waren es doch alle auf einmal. Und? Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Das war recht einfach. Aber, weil Skelle gesagt, wir wissen, wo das ist. Der einzigste Ort, den wir noch nicht sehen konnten.
Deshalb auch mein blödes, suffisantes Grinsen dabei. Oder Lächeln. Warum sah das gerade so aus, als ob sie ihn küssen wollte? Vielleicht habe ich auch bloß falsch geguckt gerade, aber das... ein kleiner Anflug war da. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gils sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen, dann segeln wir nach Skellige. Okay. Zeit. Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Habe ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Ich bin gerade am Überlegen, weil wir bei den letzten Vorbereitungen waren noch zwei andere Sachen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, hier die Damen der Loge da abzuholen. Da müssen wir halt separat noch was machen. Bei ihr weiß ich jetzt nicht. Geh voraus. Genau. Wir müssen zur Tempelinsel. Seit wann bist du denn religiös? Bin ich nicht. Lass uns gehen. Ich frage mich gerade, ob das auch Teil von unseren letzten Vorbereitungen war oder nicht. Weil wir hatten ja vier Sachen, deswegen bin ich mir nicht sicher. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Ah. Ist er tot? Haben wir den tot gemacht? Bisschen spät. Er ist tot. Soltan hat gesagt, dass Hurensohn lebt und auf der Tempelinsel ist. Ich habe ihm doch persönlich mein Schwert in den Bauch gerammt. Dann musst du schlecht gezielt haben. Es scheint ihm wieder gut zu gehen. Toll. Na was denn? Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Oh, warte mal ganz kurz. Nein. Auf an was ich sehe. Genau. Okay. Ich hatte gerade ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass da bei dem von wegen hilft Triss und hilft Jennifer optional stand. Aber gut. Und das mit dem Tagesanbruch warten, das wird wahrscheinlich deshalb sein, damit wir nach Skellige rüber segeln können. Schätze ich jetzt einfach mal. Bin mir nicht ganz sicher. Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Lol. Wie wär's mit einem Geschäft? Klar. Klar, ein Geschäft. Ein großes Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Naja, warum nicht? Das war seltsam. Alter. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen. Das werden wir schon bald wissen. Folge Ciri zum Versteck von Hurensohn. Okay, ich war schon mal zumindest richtig. Okay, weiter mit dem. Tachchen. Aber ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir dem... Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe! Schluss jetzt!
Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp! Ich bin's, Dudu! Dudu Bieberfeld! Hast du mich echt nicht erkannt? Dudu? Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Es ist nicht klug, mit einem Hexer zu spielen. Hurensohn Junior? Warum muss es ausgerechnet der sein? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt? Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Tatsächlich, das hat sich jetzt ein bisschen... Ich meine, schön, dass man jetzt wiedergefunden, oder, ne? Warum gehen wir haben, aber... Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Okay. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ja, das ist toll. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Was sind sie so aus? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Hilf einer Frau in Not. Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit Ketten, in einer Stadt, Teller zerbersten. Ganz ähnlich ich habe Angst, dort zu aber sein. Aber die Leute waren viel Kannst größer du nachsehen, welche Art Haut. Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Nein, in einer anderen Welt. Klingt nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Gut, ich kümmere mich drum. Etwas ich danke anders. Dir vielmals. Am Anfang Komm mit war mir. Es ganz schön schwer. Ich zeig dir den Weg. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalon okay. zu üben. Scheiße. Yeah. Mann, das lag jetzt gerade auf dem Weg. Ich wollte keine Nebenmission machen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Das kann natürlich auch eine Falle sein. Dann folgen wir aber gleich wieder Ciri. Ich wäre auch nicht die gesperrte Stadt 1. LOL. Level 11. Billig. Ich mag es nicht, reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt. Wir sehen uns vor dem Goldenen Stör. Nur wussten die Jäger Gut, vielleicht Warte. Bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern. Boah, ja toll, das sollte man aber wissen, ne? Haftbefehl, juhu.
Ja, toll. Das Schäsch werde ich verzichten können. Nochmal ein Haftbefehl. Finde die... Oh, nein. Warum? Mann. Haftbefehl. Nee, das ist keine Tür. Wie ging es hier nochmal aus der Kackbude raus? Hä? Wir sind doch hier vor... Ach, da war die Tür. Okay. Wir machen das bloß ganz schnell und dann aber wieder ab zurück zu Ciri, ne? Also, und dem Dings weiter nachgegangen. Warum sowas auch immer zwischendurch einfach nur aufploppen muss? Kacke. Sorry an der Stelle. Aber ich wäre jetzt ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, wenn ich die Hauptquest verfolge, dass ich mittendrin auch wirklich noch was anderes machen kann. Na gut. Wer weiß, zu was für einem Schatz das uns bringt. Kann ja auch sein, wir hatten ja immer noch eine Tür, glaube ich, gehabt, die wir nicht durchschreiten konnten. Wo ich gedacht habe, da wäre er ein Teil von einem Schatz gewesen. Falls man sich noch erinnern kann, ist schon eine halbe Ewigkeit her. Warte. Nee. Ich meine, das wird jetzt auch nicht großartig interessant werden an Kämpfen. Ich will bloß wissen, was für ein Schatz damit gemeint ist. Scheiße. So, guten Tag. Hier soll irgendwo... Okay, der ist im Gebäude weiter unten. Wenn ich es richtig sehe. Oder? Ja, toll, hier ist abgeschlossen. Findet die anderen Partner. Die sind halt unten, Mann. Die... Oh, warte. Ja, das kam auch immer zwischendurch, aber das ist halt relativ... Ja, nee, ja, ich weiß, dass die unten sein werden. Ich weiß aber nicht, wie ich da runterkomme. Jetzt hier rein, dann kann ich runter. So, hier geht's wirklich rein. Aber ich kann nur hoch, ne? Hier gibt's keine Luke irgendwie nach unten. Ich wollte auch nicht looten, Mann. Ich wollte bloß die Hauptstory fertig machen. Kacke. Ja, gut, schlaf weiter, Typ. Gute Frage, nächste Frage. Ja, jetzt bin ich ja wieder hier, juhu. Also die sind hier unterm Haus irgendwie, aber ich weiß halt nicht, wie ich da reinkommen sollte. Da war ja abgeschlossen, glaube ich. Sorry, also wenn, dann gehe ich gleich wieder zur Ciri zurück. Oh, warte mal. Das ist ja auch abgeschlossen. Hier ist auch abgeschlossen, ne? Ja, gut, wenn hier überall ab. Ich weiß halt nicht, wie ich da runterkomme. Ich weiß, es gab irgendwie. Wo ist denn das andere überhaupt? Ich weiß, es gab noch irgendwie einen Eingang weiter unten. Ach, das ist ja am Arsch der Welt. Nee. Also, sorry. Ja, nee. Das war alles, war ja bloß Wind. Pass auf. Nee. Wir waren jetzt bei Ciri. So. Bei Legen nur wie gerade. Boah, was ist am nächsten? Führt mich das zum nächsten? Ja, ist aber bloß geradeaus. Vielleicht komme ich da auch in irgendeine Bude noch rein, kann dann aus Versehen den Dings machen. Aber wenn das schon heißt, die verschlossene Stadt 1. Dann weiß ich, dass wir da doch noch ein bisschen mehr haben. Also, wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass ich wahrscheinlich dann doch ein paar... Ja, ich bin ja da. Da bist du ja. Wer ist drin? Dass es darauf hinauslaufen wird, dass ich wahrscheinlich ein paar Missionen übersehen habe, die dann nicht gemacht habe. Die werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Denn ich bin wir. Ja, na, dann rein da. Ist aber abgeschlossen. Hier ist... Ach so, da drüben. Rein, ich wollte gerade sagen. Bin ich überhaupt richtig? Natürlich nicht, weil sie hier draußen steht. Nee, das ist Ciri. Hä?
Okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen weiter vorgehen. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Und ob es das tut? Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jugend. Der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Haben wir das echt gemacht? Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Niemand Wichtiges. Ihr könnt gern heute Nacht bei mir bleiben. Könnte einen Niemand wie dich gebrauchen. Bea, du Hure, beherrsch dich. Das ist Geralt. War das früher normal gewesen, warum, dass sie sich einfach so genannt haben? Gesagt. Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Ciri, hast du nicht etwas zu sagen? Richtig. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Leb wohl. Bravo. Ich habe Stoff. Ja, du hast Stoff. Also, deine Freundin. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Warum musste ich mitkommen? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Warum muss ich damit kommen? Das war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Ja. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den okay. Rest kennst du. Ja, ich weiß, worauf das hinaus sollte und so ein bisschen in ihrer Vergangenheit bzw. was er so gemacht hat, aber wo ist denn dein Freund? Sich zu bedanken, warum müssen wir da mitkommen? Das kann sie doch von sich aus machen. Wir können andere Erledigungen machen. Du Inkarnation des Teufels. Wo bist du gewesen? Oder? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Edgar, ja. Du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Zumeist Lügen, möchte ich wetten. Wenn es gelogen ist, dass sie seit Kindesbeinen einen Freund und Mentor an dir hat, dann lügt sie wie gedruckt. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade 2 Pferde verloren. Und 2 weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken.
Wir kommen immer irgendwie du klar. Kriegst nicht Kohle und dann kauft ihr euch zwei Pferde. Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Papalapap. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Hm, ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Klar, und ich werde gewinnen. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Also im Endeffekt ist es ja egal, wer gewinnt, aber... Diese Reise, Geralt, warum? Such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Hä, nein, wir nehmen Lahmarsch. Sag ich doch. Also. Ja, voll den Start verpennt. Du warst auch schon mal schneller. Ich lass dir nur Vorsprung. Oh Gott. Ich habe wieder Angst, dass ich hier von wegen, wenn ich aus Versehen Umweg wieder reite, ne? Hatten wir ja schon mal. Dass das dann wieder nicht zählt. Pass auf, wo du hinreitest. Du fällst noch. Du hast nachgelassen. Ich will dich nur von der Seite bewundern. Alter Perversling. Ja, jetzt braucht er aber auch nicht so anzukommen hier. Ach so. Na gut, ich hätte durchziehen können. Naja. So, gewonnen. Juhu. Ich kann dich immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Mhm. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbring doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Okay, die feiern wirklich da. Ich dachte, ich hätte jetzt mal die Auswahl. Ja. Ich wollte gerade sagen, das sind nicht dann immer die Leute, die immer auf den Sack gehen draußen mit Straßenfeuer. Also froh, zumindest den, die ihre Ruhe haben wollen. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten. Von Dorf zu Dorf ziehen. Mir keinerlei Sorgen machen. Was bedrückt dich denn? Was uns erwartet. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach, wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Wie meinst du das? Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken? Was meinst du damit? Gewöhnlich. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt, du weißt, das hat noch nie gestimmt. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk? Mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Können Sie das also bei Ihrem speziellen Fall? Ich meine, das ist klar. Da, ja, also, es wird aber wahrscheinlich irgendein anderer kommen. Deswegen würde ich das nicht wählen. Ich meine, kann man das mit irgendwelchen Hexereien oder so? Man kann Geschenke auch ausschlagen. Darauf verzichten. Das ist nicht so einfach. Hab ich mal versucht, weißt du noch? Und selbst wenn mich das von Eredin befreien würde, gäbe es doch immer Leute mit Plänen, in denen ich vorkomme. Das wäre nämlich bloß der Satz gewesen, der ja beim ersten gekommen wäre, mit Sicherheit. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich.
Wenn du meinst. Du bezweifelst das? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Geht so. Ich wüsste lieber, wie es beim Händler war. Konntest du ein paar Pferde auftreiben? Ha, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, ich gebe dir die Kohle und Gutes. Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Sag das mal nicht. Na klar. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Schade, dass der Kaiser nicht noch eine Tochter hat. Wir könnten alle Pferde in Novigrad kaufen. Ein großzügiges Angebot. Aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Oh, dann gehe ich dahin und kaufe, Mann, Junge. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Ich weiß nicht. Kommt mir nicht wie die beste Idee vor. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Das habe ich in den letzten 35 Stunden gemacht. Lass uns nicht betteln. Okay, uns wird ja eh keine andere Wahl bleiben, also. Was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja. Deshalb mussten wir die Reise mitmachen. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Ja. Was soll ich jetzt da Pferde stehen für die? Mann, ich kenne die nicht. Ich hätte ja auch zu dem Händler selber gehen können, zwei kaufen können und die einfach geben. Was ist daran so schwer? Naja. Egal, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Oh, der Kackstall hier. Das ist aber, Mann, ich will halt wirklich. Ich habe einfach kein gutes Personal mehr. Still, du wächst ihn auf. Wo geht's denn überhaupt rein? Wartet hier. Ich gehe rein und mache euch die Tür auf. Sei aber bloß leise. Naja. Ich meine, ich und leise ist ein bisschen schwierig, oder? Aber von der Seite kommen wir auch nicht rein, ne? Gehört das dazu? Hey, es ist sowieso abgeschafft. Das Ding ist, ich würde halt gern hier, ne? Aber das funktioniert eh nicht. Aber hat auch kein Geweck. Kann ich mit dem labern? Lebensmüde oder was? Verfluchte Scheiße! Nein. Obwohl. Wir haben ein paar Stufen mehr. So, wie komme ich denn jetzt hier in den Kackladen rein? Pass doch auf. Warte mal. Okay. Okay. Ja, mein Gott, ich bin da halt ein bisschen. Du meinst heraus. Hatte ich jetzt einen Schlüssel dabei? Oh, Leute. Die ist eh zu. Ja, ist ja in Ordnung, Mann. Alter, die Pferde. Thank you.
Okay, ist vielleicht jetzt nicht so die beste Idee, das bei jedem zu machen. Ich wusste nicht, dass die mitkommt, aber die gehen mir halt auf den Senkel. Mit ihrem Gewehre. Der hat doch gesagt, ich mache euch die Tür auf. Habe ich hier oben vielleicht eine tolle Knödel? Ich meine, sowas zu fressen ist immer gut. Habe ich hier oben irgendwie einen Schlüssel vergessen oder übersehen? Wasserflasche, Ohren. Cool. War hier noch was? Nee. Hä? Ah, lol, liegt daneben. Da ist der Schlüssel. Rein mit euch. Guten Tag. Ich muss die Führer beruhigen, bevor sie die Wachen aufwecken. Hey, ich will das nicht an. So. Ja, wenn das Pferd hier nicht im Weg rumstehen würde. Ich komme hier nicht durch. Fuck. Ruhig. Hä? Okay. Alter, es steht im Weg rum. So. Ein paar mehr oder weniger. Weißt du, ich dachte, die mopsen sich zwei. Jetzt sind es ja auf immer schon sechste, die weg sind. Uncool. Dafür, dass ich eigentlich bloß zwei kaufen wollte. Und wenn die 10.000 gekostet, dann ist ja egal. Ich meine, wir haben es doch. Juhu, wir haben es geschafft. Ja, toll, aber trotzdem gemacht. Kacke. Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert. Danke, Geralt. Das war super. Schön, dich glücklich zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass es richtig war, was wir getan haben. Wie hältst du es bloß mit so einem Langweiler aus? Lass ihn zufrieden, Äger. So ist Geralt nun mal. Redlich. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Warum ich bloß so gucke? Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Das denn, der Seite war doch weg gewesen, oder nicht? Vergiss uns nicht. Bis dann. Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Ganz ehrlich, die Mission hat sich irgendwie ein bisschen wie Zeitverschwendung angefühlt. Das hat mir doch weggehabt. Okay, dann wollen wir den anderen Bienen mal helfen. Ich bin halt bloß ein bisschen verwirrt, dass das Mal wieder zurück ist. Auf einmal. Weiß ich nicht, ob das was zu sagen hat. Nope. Ach nee, scheiße. Scheiße, das ist ein Flammarsch. Ich meine, wir müssen eh den Bienen helfen, ne? Also, und danach nach Skellige Ruhr schippern. Mal gucken. Alle Sünder werden im ewigen Feuer brennen. Das Leben ist manchmal echt scheiße. Ja, da hast du recht. Da hast du sowas von recht. So, Madame Yen. Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Nee, ich meinte uns beide und dich. Oh, ach so. Krasse Tanznummer. Kann man nicht, ne? Ich brauche eine Pause. Ach, da ist er. Aber warum guckt sich jetzt Yen Huren an? Gibt's da was wir wissen sollten? Ich war ihr immer treu geblieben. Warum stehen wir im Tisch drin? Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlarit, war das deine Idee oder Ciris? Erspar mir die Moralpredigt über Verantwortung. Ich wollte eigentlich eine Hymne zu deinem Ruhm intonieren, aber wenn du nicht in der Stimmung bist... Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast?
Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Wie war es denn mit der Loge? Will jemand helfen? Ich fürchte, die Lage ist düster. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Aber das ist weder die Zeit noch der Ort für diese Diskussion. Chris erzählt dir mehr. Ja, Mutti. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Dayriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Die Vertrauenswürdigkeit in Person. Abi Faria? Dass Jenny überhaupt was sehen kann unter dem komischen Mantel, ey. Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Ach, Geralt. Schnapp ihn dir lieber. Ach, kann ich das auch ohne ihn zu töten? Das ist ja die Frage. Ach, da ist er. Ich kann ihn hier einfach was umhauen. Ich glaube nicht, dass das wie mit dem Tackeln bei anderen Spielen geht. Einfach auf Kreis und dann geht das schon. Verdammt, da ist die Leiter rauf. Mir ja, steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Nee, Alter, du bist direkt hin. Alter, Alter! Nein! Scheiße! Ey, weißt du, du hast ihn doch. Tu ihm doch am Schlüpper grabbeln und dann runter da. Der hat ja sogar noch auf uns gewartet. Wir sind wahrscheinlich. Ja, ach komm, ernsthaft. Guck mal, wir sind vor ihm da. Wir haben ihn. Ich habe den Einbrecher eingeholt. Ich kann ihn. Hallo, hörst du mal auf, Geralt? Was soll denn die Scheiße, Mann? Jetzt hoch hier mit dir. Das, weil ich dem eh mal eine lang wollte. Wo ist er denn jetzt hin? Ich wollte ihm nur auf die Fresse hauen, das hat nicht funktioniert. Schrei nicht, sonst tue ich dir was. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Mhm. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tu dir mir nichts. Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Kati gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Wir sind auf dem Dach, du Plinz. Ich meine ja nur. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Dayriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihn, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Angeblich kommt niemand lebendig aus Dayriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Erinnert mich ein bisschen an die... Ach, wie hieß er jetzt nochmal? Nicht die Verstoßenen. Kacke. Ist auch ein Knastfilm. Ah... Irgendwas mit Fair. Vielleicht komme ich noch drauf.
Da ist er zwar nicht als Toter getürmt, aber trotzdem das mit der, na, mit der Kanalisation und so, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Dann könnten wir theoretisch die verurteilen, so wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Hm. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. In Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht, aber ihr wisst ja, wie es ist. Siehst du, war noch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Okay, bitte Sultan um Hilfe, das machen wir natürlich lieben gerne. Auch was Optionales. Aber warum nicht? Der hat ja eh nicht so viel zu tun. Jo. Aber bisher alles relativ easy. Danke. Danke, Fräulein. Prostituierte. Das finde ich sehr, sehr nett. So. Was Sultan hängst? Oh, die falsche. Sultan? Geralt? Margarita wird in Deiriad gefangen. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Ochsenfurt. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann Stück Rittersporn. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Lol, das hat's ja echt voll gebracht. Naja. Okay, warte mal. Da das ja ein Kilometer weit weg ist und wir relativ faul sind und, naja, Lamarche wahrscheinlich heute eh keinen Bock hat. So, immer dahin. Das heißt, mich würde es jetzt, naja, nicht unbedingt. Aber reizen ist da vielleicht das falsche Wort, aber wir sind ja ziemlich. Ja. Wir sind ja ziemlich unantastbar eigentlich, ne? Für alle. Ich meine, warum marschieren wir da nicht einfach so rein, machen alle kalt und holen die raus? Wird ja auch gar keiner mitkriegen, weil sind ja sowieso dann alle tot. So, wo ist denn. Da sehe ich es nicht. Triffchen, ja, bei der Brücke von Ochsen. Ach, da, ach, ja, gut. Ja. Außer die lassen uns natürlich nicht rein. Dann wäre vielleicht ein bisschen schwierig, aber ansonsten könnte man doch richtig schön Ochsenfurt aufmischen, oder? Du wirst ersticken am Dreipfundstahl. Aha. Aber schön zu wissen, dass die optionale Geschichte gar nichts gebracht hat. Tag, Jenny. Na? Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an?
Kann losgehen. Na denn. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Scheiße, der wird's nicht durch. Hä, warum zur... Wo geht denn die lang? Warte. Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Na ja, denn. Wenn die sie es hat. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen? Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Okay, ich meine, kann ich hier einfach... Gut, Glück gehabt. Glück gehabt. Ich habe nämlich gerade ein bisschen Bedenken gehabt, nicht, dass wir irgendwie aufschlagen und dann hautschen. Er hat es ja nicht so mit drei Metern aus der Höhe fallen. So, die ganze Geschichte machen wir natürlich nicht leise. Oh, ein Grooved Vibe. Guten Tag. So, dass du, ach so, erkunde die Ruine. Ich wollte gerade sagen, wonach gucke ich denn hier eigentlich? Wahrscheinlich nach dem Weg, oder? Sind wir von da? Ich glaube, von da sind wir gekommen, ne? Ich meine, ja, ich könnte auch Katzenäuglein nehmen. Ah, Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfenkram. Okay, hier scheint nicht falsch zu sein. Okay, wir sind vielleicht doch ein bisschen länger hier drin, ne? Möglicherweise. Jetzt fange ich hier schon wieder mit der Looterei an. Scheiße. Was auch immer das gerade war. Nee, komm. Nee. Ich hab's mir überlegt. Das haben wir so lange gemacht. Und ich meine, die größten Schatzdinger haben wir eigentlich schon, ne? Oder die wichtigsten. Was soll man da doch mit ein bisschen Geschmeide? Das ist ja Blödsinn. Der Mechanismus ist kaputt. Da fehlt ein Stück. Ob es sich ersetzen lässt? Finden die fehlende Teil des Mechanismus? Ja, wir hatten ja schon was gefunden gehabt, aber... Na lol, jetzt doch wieder. Ah, ja, warte. Toll. Da war ich, ja. Hätte ich mal doch gelootet. Oder Witz, das wird nämlich genau hier unten drin sein, wo ich gerade eben war. Wo ich rumtauchen wollte, oder? Vielleicht auch nicht. Halt. Das könnte noch nützlich sein. Hallo, bloß den Hebel. Da ist noch eine Truhe oder irgendwas in der Art. Ja. Hebel geklaut und dann ab durch die Türe. Ich hoffe aber trotzdem, wir können metzeln. Weil das muss ja... Ich will halt wirklich eine riesige Schlacht haben, die einfach total einfach ist. Einfach total einfach. Die Wand sieht brüchig aus. Ja, dann go. Oh, hier steht's. Hier, genau das meine ich. Warte mal. Ach doch, nee, ich habe ja erst Level 13 gesehen, dachte ich so, na hä? Oh. Nein, das war der falsche Taste, jetzt habe ich nochmal Zeug drauf gehauen. Okay, vielleicht sollte ich doch nicht... Kann ich meditieren? Okay, ich kann meditieren. Loop. Hä, darf ich doch nicht? Ich
glaube, ich habe schon aus Versehen einmal meditiert. Ich habe jetzt auch nicht drauf, wirklich drauf geachtet, was ich mache. Also so ist nicht. Ich habe hier eine rote Spur gefunden gehabt. Warum? Hä? Sah zumindest rot aus. Abgeschlossen. Okay, diese Wand sieht brüchig aus. Von hier aus sind wir rein. Ach so. Ja, aber hier geht's nicht weiter. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Wahrscheinlich ist sie... Ist sie hier drin? Nee, hier ist auch keiner. Ach, da oben geht's lang. Wie wollte der Herr mich gerade nennen? Ist das der Schlüssel für unten? Halt! Wir haben das schon drauf. Nö, nee, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. So, wo haben wir denn die gute Frau? Guten Tag. Ich dachte gerade eine Nixe, aber... Wer da? Geralt? Götter, ich halluziniere. Ich hol dich hier raus. Zwecklos. Hier kriegst du nie ohne Schlüssel auf. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Na ja, dann besuchen wir den doch mal. Gleich zurück. Ich dachte, ich hätte den Schlüssel jetzt schon. Okay, der Wärter ist oben. Na ja, dann... Ach hier. Ich werde jetzt mal davon absehen, hier alles Mögliche zu looten oder so, weil, ganz ehrlich, werden wir nicht großartig weiter brauchen. Gibt's nicht noch weiter höher? Doch. Guten Tag. Hä, warum kriege ich denn immer eine gelangt? Obwohl ich komisch mache. Okay, das ist nicht das oben, was ich dachte, oder? Nee, ist. Warte. Ja, mich hat das eh schon ein bisschen verunsichert, warum. Eigentlich nicht. Hör doch mal auf, mich immer zu hauen. Aber, warte. Nein. Darf ich jetzt mal den einen... Okay, vielleicht sollte ich mich mal drauf, wieder darauf konzentrieren, dass ich auch mal ein bisschen ausweiche und so, ne? Ich meine, auch wenn die uns nicht wirklich abkönnen, sieht man ja. War ja auch der Plan gewesen. Sollte man nicht wirklich die ganze Zeit hier durchrotten. Aber das ist doch mal jetzt wenigstens das, wo ich gedacht habe, yo. Warte, hallo. Warte. Nein, das ist eigentlich weiße Hexerei, weil du hast nicht gut auf meine Haare geguckt. Ach, da ist noch einer. Oder zwei. Ist der das? Au. Cool, geht doch. Nein, was mache ich denn? So, und wieder zurück. So habe ich mir das vorgestellt. Außer, dass ich, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr ausweichen wäre, glaube ich, von Vorteil. Und nicht die ganze Zeit warten, bis die mal zuschlagen. Sollte ich mir vielleicht gar nicht, also sollte ich mir auf jeden Fall nicht angewöhnen. Wird, glaube ich, fatal werden, wenn wir irgendwann wirklich gegen Dings antreten. Guten Tag. Na? Was machst du da? Yen wird gleich kommen.
diese Hurensöhne in die Finger kriege. Ja, wirst du doch mal mit dir kommen, wenn wir selber machen können. Wenn ich dann noch lebe. Ich muss sie hier wegbringen. Sofort. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausfinden. Ich mag Portale sowieso nicht. Geht. Easy. Okay, dann bloß noch kurz raus. Und ich würde sagen, wir müssten dann eigentlich bloß noch Triss helfen, glaube ich, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Das Ding ist, ich denke nie, dass das hier irgendwie funktioniert mit irgendwo hochklettern. Weil das sonst auch immer sehr scheiße funktioniert hat bei dem Spiel. Und es ist halt kein... Ja, das meine ich nämlich. Es ist ja kein Uncharted. Komm ich hier raus? Muss ich hier irgendwie auf den Käfig? Ich meine... Ich hätte hier vorne... Ich muss einen anderen Ausgang finden. Ja, ich wollte ja hier den Käfig hoch, aber da willst du ja anscheinend nicht hoch. Alter, da wusste ich doch wohl daran festhalten können, Mann. Die hat da nämlich auch keine Lust. Oh, warte mal. Ich sehe vielleicht was. Ja, das sieht doch besser aus, oder? Jawohl. Plopp. Geschafft. So, müssten wir eigentlich bloß noch Philippa befreien und dann rüber nach Skellige Togan, ne? Warte mal, ich tue mal ganz kurz. Wir machen das mal im Hellen. Sehr schön. Lass mal noch ganz kurz zur nächsten Schnellreisemöglichkeit rüber. Oh lol, ist er gleich hier. Ja, ja, ja. So. Dann wäre das, glaube ich, von den Vorbereitungen. Also, was es genau für eine Quest ist, das Quest gibt, das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, ne? Was wir dann im Einzelnen mal machen müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir werden noch ein bisschen brauchen, bevor wir überhaupt wirklich zum Kampf kommen. Es heißt zwar letzte Vorbereitung, wir haben alle versammelt und dann müssten wir eigentlich schon gegen ihn antreten, aber ich glaube halt nicht, dass wir, wie gesagt, bei dem Walkthrough, was ich ja gesehen habe, so an stundenmäßig passt das gar nicht. Was ich aber machen wollen würde, ich hatte ja gesagt, so, dass wir so 4-5 Streams brauchen, wenn es drei Stunden sind. Und heute würde ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht großartig viel länger machen wie 3 Stunden halt. Deswegen würde ich jetzt mein kurzes Rauchpäuschen machen, was ja immer so in der Mitte des Streams ist. Und ja, dann mit Triss weitermachen. Machen wir mal kurz. Ich hoffe, das war nicht das Langweilige. Ich kann aber nichts versprechen. Ich glaube doch, das war das Langweilige. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Julian, sehen wir uns in 5-6 Minuten wieder so. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Moment. Hi. Okay. Wir können weitermachen mit unserer guten Triss. Ach, die ist ja gleich hier um die Ecke. Bin ich hier in den Shop nochmal reingekommen? Guten Tag. Oben ist er, ne? Bin ich hier richtig? Ah, hi Triss. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solcher Gefahr bringen? Ciri musste es tun. Ich konnte sie nicht alleine losziehen lassen. Du hättest an meiner Stelle dasselbe getan. Außerdem war ich die ganze Zeit über da. Ich hatte alles unter Kontrolle. Können wir bitte das Thema wechseln? Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Yen und ich haben Margarita gerettet. Ich weiß.
Rittersporn hat sie oben in ein Zimmer gebracht. Sie erholt sich allmählich. Was ist mit Keira und Philippa? Keira? Ich dachte, gerade du würdest das verstehen. Nur wenige können sich einer Zauberin verweigern. Und Keira Metz hatte selbstverständlich ihre Methoden. Doch als sie die Notizen des Magiers Alexander verlangte, musste ich sie enttäuschen. Das brauchte sie ebenso wie den Impuls zu einem Neuanfang. Und den fand sie, wo sie ihn am wenigsten erwartet hätte. Als sie später wegen der Entdeckung eines Heilmittels für die Katriona-Krankheit berühmt wurde, erinnerte sich niemand mehr an die Zeit als Dorfhexe. Hab schon unpassendere Paare gesehen. Hoffentlich klappt es. Und ich hoffe, dass es bei uns klappt und wir Philippa und Rita finden. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und interessante Sachen rausgefunden. Nämlich? Willst du die lange oder die kurze Version? Die kurze. Rate mal. Kurz gesagt, sie war die ganze Zeit hier, in dieser Taverne, direkt vor unserer Nase. Sie saß verwandelt im Käfig und hatte ein Dimeritium-Band am Bein. Sultans Eule? Mhm. Und warum ist sie nicht mehr hier? Weil Sultan sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren hat. Wir müssen jetzt aber nicht gewinnspielen, ja? Du machst Witze, oder? Leider nicht. Ein Mann tauchte auf, nahm Sultan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hatte er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Sultan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Also einmal dran schnüffeln und dann... Eine Feder der Eule, Philippa. Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegio. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Keine Ahnung, was die Frau machen will. Hört sich sehr komisch an, aber... Erst hatte ich gedacht, naja, weil... Aber sie ist ja nicht betrunken, also sollte das kein Thema sein. Und wenn, wir bleiben halt hier. Ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Kram et via. Obe hier megene. Verfeilte. Kram et via. Ja, mis kerle. Es küschin alte Kliet. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus, hätte ich mir fast denken können. Los, zum Badehaus. Vielleicht ist das noch nicht zu spät. Na los. Okay. Geh mit Triss. Ja. Triss. Hallo. Voran hier. Ich weiß ja nicht, wo er. Also, ja. Ich wüsste jetzt auf dem Stegreif nicht mehr, wo das Badehaus ist. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Wahrscheinlich Hoffentlich nicht. Hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wurde. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Dimeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen kann. Na super. Das Ding ist, wir... Wenn der verlangt von uns Gewinn zu spielen, ganz ehrlich... Ich werde ihn töten müssen. Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Okay. Vielleicht rödelt die hier auch rum. Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier! Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Ach, bitte. Ach, bitte. So, na gut. Verdammt.
Sie hat sie verzaubert. Jojo. So, wo haben wir hier noch was? Unten? Unten? Hä? Ah. Ah, na. Oh, oh Gott. Das waren 3 Meter. Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Verstanden? Bleib hier stehen. Und lass niemanden vorbei. Scheiße. Geht das Ding auch mal kaputt? Wahrscheinlich. Komm mal ran hier. Komm mal ran hier. Ich hab kein Zeit für so ein Kappes hier. Genau, das nächste sage ich doch. Ach, Madamechen, wo bist denn du? Kennen wir den nicht? Bart? Hexer nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagt niemand vorbei. Bart niemand vorbeilassen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bart einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen. Ertrunkener schlimm Schmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Mag ich lassen. Hexer helfen. Sehr nett. Sehr nett. Danke dir. Ich will dir helfen. Beim Sterben vielleicht? Das kannst du vergessen. Ich werde dir nichts tun. Schwachsinn! Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Aus was hat's denn den jetzt erschaffen? So, noch irgendwas? Ich komme auch hoch zu dir. Damit wir uns ungestört unterhalten können. Wo bist denn du? Hör auf, dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Ich frage mich die ganze Zeit, muss die mit der Augenbinde rumrennen? Also jetzt auch noch? Das Problem wird aber Dijkstra sein, glaube ich, ne? Lisa. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Sag ich doch. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Ehekrach? Ich weiß, ihr wart zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Du
wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn er nicht tot wäre. Wird niemand mehr da sein, der diesen Irrtum. Wir haben den doch getötet, oder? Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt, die... Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast. Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Hat mich den nicht getötet? Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesen Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Das ist wieder so ein Punkt. Den hatte ich schon mal in der Hauptstory, wo ich das Gefühl habe, dass das gestreckt wird. Aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Ich meine ja nur. Treffjenige und was? Die Loge der Zauberer und Ritterschmutz Gastros. Okay, vielleicht müssen wir dann erst später hin. Neue Quest. Warte. Ist das Haupt oder ist das wieder neben? Die letzte Vorbereitung. Das ist wieder neben. So viel zu dem Dings. Wir haben alle Nebenfülle weg. Sprich mit Triss über die Statue. Triff dich mit Dijkstra. Okay. Wir machen das erst mit Triss. Das ist halt so ein bisschen... Weil ich ja davon ausgegangen bin... Alter, wie komme ich denn jetzt hier aus dem Kackschuppen nochmal raus? Das ist doch hier. Oder nicht? Doch. Ja, es kommt dann doch noch ein bisschen was dazu. Aber ich bin mir ziemlich sicher, diese Nebenquests kann, also die werden relativ easy werden, ne? Gerade wenn es ums Kämpfen geht, aber ich wollte jetzt eigentlich durch die Hauptgeschichte durchtüdeln. Bin ich hier richtig? Ja. Und nicht noch das ewig machen, aber bin halt auch nicht davon ausgegangen, dass jetzt wirklich ganz am Ende nochmal mehr dazukommt. Aber dennoch, ich werde das dann nach und nach machen. Ja, ich habe dann noch diese andere Nebenquest, aber die hat ja mit unseren Hauptakteuren nichts zu tun. Deswegen würde ich die lassen. Und alle können wir ja sowieso nicht schaffen. Ich meine, gewinnt oder so habe ich auch komplett außen vor gelassen. Also, naja, könnte ich eigentlich drauf scheißeln. Aber solange das mit unserem Hauptakteur noch ist,
Würde ich das vielleicht erstmal machen. Oh, müsste sie hier sein? Hi. Ja, Geralt? Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Willst du sie dekomprimieren? Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Sieht aus wie ein Adliger. Könnte auch einer sein. Komm mit, ich kann das Ritual nicht hier abhalten. Aber woher denn jetzt die Statue? Ich meine, haben wir die irgendwann mal früher gekriegt? Und wir mussten halt jetzt bloß Triss mal treffen? Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja, sei still und versuch mich nicht zu stören. Danke. Also ist doch ein Soldat. Wo ihre Sinde? Wen ich hier hinne? Esse Punt. Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja, das sollte ich. Wenn du dich erholt hast, geh zu Botschafter Vaatre. Der hilft dir bestimmt. Viel Glück. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen, bis ich aufwache. Ich habe noch eine Figur. Oh. Versuchen wir es. Ich glaube, es ist ein Adliger. Nimm dich in Acht. Es könnte auch was viel Gefährlicheres sein. Ich weiß nicht mal, wo ich die her habe. Keine Ahnung. Vielleicht bei unseren Schatzsuchen irgendwie mitgenommen. Aber was bringen die Figur? Also was bringen die mir? Also vielleicht sind die dann auf einmal da im Kampf gegen Dings? Nein. Ich kann alles erklären. Koral? Ich habe die Frau nie angesehen. Du bist mein Ein und Alles. Oh, du bist nicht Koralle. Ein Succubus, eine Täuschung. Wo bin ich? Wie heißt du? Wir sind in Novigrad. Novigrad. In Novigrad? Ich weiß noch, dass ich in Ochsenfurt war und Koralle war außer sich. Wie kann sie Treue verlangen, wenn sie selbst so lüstern ist wie eine junge Ziege. Genau. Verdammt, ich fühle mich, als wäre ich von einer Rinderherde überrannt worden. Keine Ahnung, was sie mit mir gemacht hat. Aber ihr habt mich offenbar erlöst. Das Ding ist, wie viel Statuen habe ich noch? Nimm dies. Amüsier dich. Mach einen drauf. Deren Geschmack nicht besser geworden ist, seit du mit ihr geschlafen hast. Gehen wir. Der freundliche Herr kommt nun sicher alleine zurecht. Okay, komisch. 30 Kronen, juhu. Warte. Das war das gewesen, ne? Freigeist, das war's mit den Büchern, ne? Sammle Bücher und Beschreibung religiöser Bräuche. Oh, ja, und hier das große Windturnier. Nee, danke. Wie gesagt, so scharf bin ich eigentlich nicht drauf, jetzt die Nebenmissionsdinger zu machen, aber naja. Was willst du machen? Die Statue des Soldaten. Ich wüsste nicht mal, wo ich die überhaupt hergekriegt habe, um ganz ehrlich zu sein.
Also kann sein, dass ich auf den Reisen die irgendwie gefunden habe, aber... Ja. So, ich meine, weit dürfte es nicht sein. Er hatte gesagt, am Hafen. Ich wollte mir halt bloß ein bisschen Weg schon. Ich hätte auch jetzt so hinlatschen können, aber... Ich hoffe einfach mal, dass das relativ schnell geht, was er da von uns will. Aber ich habe halt immer noch so... Eigentlich im Hinterkopf, dass wir... Dings getötet hatten. Ich kann mich doch täuschen, aber... Hier ist so. So, wo geht's denn hier rein? Was gibt's da noch zu überlegen? Fesselt den Bastard! Er wollte mich ermorden! Wer da? Der Hexer Geralt. Komm rein. Warte. Wo liegt das Problem? Verdammt, noch Ruhe! Wir kleine Auf. Ich will das. Sie teilen es auf. Ich hoffe, mir ist da keiner böse. Gut. Kommt nicht in diese beiden. Ich hoffe, das ist nicht zu weit weg, aber ich muss, glaube ich, irgendwelche Gude befreien. Oder? Lagos voller Sorgen, neue Quest. Töte das Monster. Ja, lull, was hier im Lagerhaus ist. Erzählst du uns endlich, worum es hier geht? Wie komme ich denn da auf die Seite? Auf die andere? Hä? Das falsche Lagerhaus? Warte mal kurz. Hey, warum ist denn jetzt hier abgeschlossen? Ah, vielleicht komme ich da oben rüber. Das ist keine Ahnung. Warte mal, geh mal hoch hier. Ansonsten kann ich das jetzt nicht machen. Er sagt, du gehst da nicht hoch, Mann. Er geht da nicht hoch. Okay, dann scheiß was drauf. Dann reden wir erst mit Dings, damit... Warte mal. Hexer. Jetzt, da wir alle versammelt sind. Versammelt unterm Arsch. Warum hast du uns gerufen? Raduvid sitzt auf seinem Schiff. Da kommen wir nicht an ihn ran. Ich hab's dir gesagt. Schluss damit. Ich weiß, wie wir ihn an Land ziehen können. Aber zunächst bekennen wir unsere Sünden. Ich habe Philippa Eilhardt in unseren Plan eingeweiht. Asche auf mein Haupt. Super. Scheißverdammt super. Na, na. Das ist keine Katastrophe. Die Frau Zauberin wird den Mistsack wohl kaum warnen. Außerdem will sie uns helfen, ihn umzubringen. Ich wäre mit sowas natürlich nie einverstanden. Aber Phil hat mich inspiriert. Nennt sie meine Muse. Inspiriert zu was? Geduld. Wir sind noch nicht beim Kern der Sache. Geralt. Entsinne ich mich richtig, dass Raduvid dich angeheuert hat, um Philippa zu finden? Ich habe aber nur ihr Versteck gefunden. Worauf willst du hinaus? Wir können Philippa einspannen, ohne sie einzubeziehen, wenn du mithilfst. Raduvid erwartet, dass du ihn aufsuchst und über sie informierst. Du musst nur ihren Namen nennen. Andeuten, dass du eine Spur hast, die du verfolgst. Oh, das wird er schlucken. Haken, Schwimmer und halbe Rute. Nehmen wir an, Raduvid beißt an und glaubt mir. Und das ist durchaus nicht sicher. Was dann? Du sagst ihm, dass du Philippas Versteck gefunden hast. Irgendwo, wo wir gut eine Falle stellen und zuschlagen können. Ideen? Brücke zur Tempelinsel. Beidseitig bebaut. Viele Winkel und Durchgänge. Einfach vom Rest der Stadt zu isolieren. Guter Einfall. Ich teile meine Männer auf. Die Hälfte ans eine Ende, die andere ans andere, zum Tor. In der Mitte wartet Wes mit einer gut geölten Armbrust. Siehst du, Geralt? Wir wollen sonst nichts, als dass du Raduvid zu einem Spaziergang einlädst und zur Brücke bringst. Den Rest erledigen wir. Was sagst du? Ich bin dabei. Aber was dann? In der Stadt wird es einen Aufstand geben. Vielleicht sogar Panik. Wir brauchen einen Ort, an dem wir untertauchen können. Darüber habe ich schon nachgedacht. Erinnerst du dich an Madame Irinas Theater? Das steht leer. Niemand schaut da rein. Thaler und ich warten dort auf euch. Ihr wartet auf uns? Euren Hals wollt ihr also nicht riskieren? Darum geht's nicht. Dijkstra und ich haben scheißverdammt viele Vorzüge. Aber wir taugen zu Kämpfern so viel wie zu Schönheitsköniginnen. Keine Sorge, Geralt. Meine Leute sind kampferprobt. Die machen das schon.
Du musst ihnen nur den König bringen. Ich tue, was ich kann. Wo liegt sein Schiff denn gerade? Gerade um die Ecke im Hafen von Novigrad. Und um deinetwillen hoffe ich, dass er gute Laune hat, wenn du vorbeischaust. Die Brücke muss frei sein. Dafür sorgen meine Jungs schon. Die Wachen beim Tempel. Was ist mit denen? Wenn wir die Dame mal nicht kennen. So, das Ding ist. Warte mal. Wo war denn das gewesen? Lager ist voller Sorgen. So. Das ist ja hier um die Ecke. Darf ich jetzt hier vielleicht wieder raus? Bin da aus Versehen nicht. Philippa, was zur Hölle machst du hier? Geralt, frag nicht, wenn du die Antwort kennst. Das wirkt dämlich. Ich belausche euch natürlich. Mit großem Interesse. Und gewissem Erstaunen. Und was genau erstaunt dich? Deine Blauäugigkeit. Glaubst du wirklich, dass Raduvit auf so einen plumpen Trick reinfällt? Nein. Vielleicht wird es schwierig, aber ich schaff das schon. Hoffentlich nimmst du die Konfrontation mit der wilden Jagd ernster. Sofern du lang genug dazu lebst, versteht sich. Philippa, warum sagst du mir das? Machst du dir solche Sorgen um mich? Ach was, weil ich es für wichtig halte, dass Raduvit stirbt. Meine Hilfe willst du nicht, aber ich werde tun, was ich kann, damit du es wenigstens nicht versaust. Hier, nimm dies. Ein Ring. In den Rubin ist ein redanischer Adler graviert. Er hat Wesimir gehört. Raduvits Vater. Gib ihn Raduvit, dann glaubt er vielleicht, dass du mich erwischt hast. Er könnte dir sogar vertrauen. Nützlich, danke. Keine Ursache. Ich würde noch viel mehr tun, um Raduvit loszuwerden. Glaub mir. Viel Glück, Geralt. Du wirst es brauchen. Danke. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass wir den eigentlich schon kalt gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt mal dabei ins richtige Lagerhaus hier. Ganz kurz das, was auch immer da ist, kalt gemacht. Guten Tag. Und tschüss. Komisch. Neckar sind selten alleine unterwegs. Ja. Ja. Du hast... Und wir... Mir reicht's mit dieser Arbeit. Die ihre Probleme interessieren mich relativ wenig, deswegen, ne? Schnell mal weggemacht. Oh, nein, das nicht. Machen wir das. Was ich aber nicht vergessen sollte, das habe ich heute noch gar nicht gemacht. Na, nur vorsichtshalber. Wenn wir hier schon noch ein paar Nebenmissionen machen. Was ich halt gar nicht machen wollte. Aber das halt, das mit Dings ist halt relativ interessant mit Raduvit und Co. Weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, wie gesagt, dass wir das eigentlich schon hinter uns. Hinter uns haben. Ich finde es ein bisschen komisch. Aber kann halt auch sein, dass ich da falsche Erinnerungen dran habe. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich sagen, dass der schon tot war. Ich meine, wen sollten wir da noch finden? Aber ich glaube, wenn es wirklich der Fall gewesen wäre, dass wir ihn schon umgebracht haben, ja, würde das ja gar nicht gehen. Ne? Da hätten wir ja gar nicht die Möglichkeit dazu, die Quest überhaupt zu machen. Aber danach tun wir auf jeden Fall, gehen wir auf jeden Fall mit unserer Vorbereitung weitermachen. Junge, warum muss ich denn hier so einen Umweg latschen? Mein Gott, wann kommt man denn hier mal auf dieses Kackschiff? Junge. Muss man noch mal eine halbe Stunde lang zum Steg hier latschen. Ich so, pruff. Guten Tag. Ach so, ich komme ja da bloß unter Dingshof, ne? Was willst du? Eine Audienz. Ich habe neue Informationen über Philippa Eilhardt. Ich muss deine Waffen behalten. Ja, ist klar. Folge mir. Notfalls können wir dann immer noch verkloppen. Das Ding ist, ich weiß aber auch nicht, was das heute ist, dass das Eure Spiel Majestät, so stoppig ist. Der Hexer mit Neuigkeiten über Philippa Eilhardt. Hoffentlich hast du diesmal etwas Besseres dabei als magische Kristalle. Ich weiß, wo sie ist. Vielleicht. Oder du willst mich reinlegen.
wie die anderen. Ich bin Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren. Ich müsste dumm sein, mit leeren Händen herzukommen. Der Ring meines Vaters. Damit hat Philippa ihre Dekrete signiert, um sie als Wort des Königs auszugeben. Wo ist sie? Vor eurer Nase, Herr. In Novigrad. In einem Haus auf der Brücke zur Tempelinsel. Warum hast du sie nicht hergebracht? Dazu müsste ich sie einfangen. Ich habe sie nur aufgespürt und zum Beweis den Ring gestohlen. Hast du Angst vor ihr? Nein. Ihr wollt sie selbst umbringen. Eigenhändig. Das weiß ich. Du kommst mit mir. Ruprecht, hol die Männer. Wie viele, Herr? Alle. Das ist also Ruprecht. Ja, meint beide an der Stelle. Nun, wo ist sie? Wo ist Philippa? Wie ich sagte, im Haus auf der Brücke. Näher am anderen Ende. Sperrt dieses Ende ab. Wir brauchen keine Gäste, keine unschuldigen Passanten und keine Zeugen. Damian, Joke, Egbert, Fred, Kaspar. Ihr bleibt hier und sichert das Ende. Und tötet den Hexer. So belohnt ihr die, die euch dienen? So bestrafe ich die, die mich verärgern. Du weißt zu viel. Du stehst mir zu oft im Weg. Und deine Arroganz ist... Ja, sag er. Ich habe Leute wegen weniger getötet. Mir nach. Irgendwelche letzten Worte? Fick dich. Scheiße! Befreit den Hexer, dann zu Raduvid. Hab ich jetzt bloß das eine Publi gesperrt? Halt durch, Geralt! Wir kommen zur guten Scheiße! Töte Raduvid. Okay, jetzt können wir das machen. Gut, wir scheißen mal auf die. Die haben eh zu tun. Okay, dann können wir ihn jetzt vielleicht töten. Oh, mach mal hier. Ja. Eine Welle, was soll das jetzt hier? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Halt, falsch. Ach komm, Alter, dahinter versteckt er sich. Was war das denn gerade, was ich da gemacht habe? Hup. Au, 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 au. Hör mal. Okay. Okay, der stirbt so oder so. So, der Herr, wo bist du denn? Oder muss ich die anderen halt echt alle wegmetzeln, bevor ich hier mal... Verstärkung! Verstärkung anfordern! Ach, ernst. Ich muss den gesamten Weg freiräumen? Halt! Warte. Tschüss. Notfalls, ich kann ja mal Spaß aber versuchen. Ich meine, hier ist ja jetzt keiner mehr. Was will der? Hey, du Arsch. Okay. Ich glaube, ich muss halt wirklich alle. Oder? Alle, die auf dem Weg hier eigentlich waren. Ach, das ist Wes. Cool. Klar? Mhm. Danke für eure Hilfe. Der Plan ist im Eimer. Was soll's? Wir improvisieren. Komm mit, Geralt. Wir müssen Raduvid erwischen, bevor Verstärkung eintrifft. Nee, nicht unbedingt, aber... So, können wir jetzt endlich mal. Das ist aber mein... Das ist mein Früchtchen hier. Ihr braucht hier überhaupt nicht so angespurtet kommen. Aber ich kann ja nicht über den verkackten Wall komischerweise klettern.
Hä, was? Geralt, hör auf mit dem Lichtpunkt zu spielen. Ach, guck mal, da ist er. Ach nee, das ist ja auch. Das ist er ja gar nicht. Oh, der ist weg. Au. In der Zeit kann ich mal ein paar Himbeeren reinpfeifen. So, kommt der Herr jetzt da endlich mal aus seinem scheiß Versteck raus? Hä, ist der besoffen? Ich bin Felix! Du hättest nur bitten müssen. Ja, jetzt sind wir endlich. Und das kam von Herzen. Nette Frau. Aber Mann, das wollten wir doch machen. Vergebt mir. Ich konnte mir dieses Vergnügen nicht versagen. Mhm. Wie hat sie... Woher? Warum? Verfickt wie... Sie hat uns belauscht. Beim Lagerhaus. Was? Und das fandest du nicht erwähnenswert? Nein. Leute, besprechen wir das später. Raduvit ist tot. Durch wessen Hand das spielt keine Rolle. Die Mission ist erfüllt. Und jetzt verschwinden wir von hier. Gleich wird sie von Redania nur so wimmeln. Dann los. Gut. Aber sie hat seit damals dazugelernt. Ruhiger geworden. Königsmörder, ja. Mei. Haben wir das wenigstens auch mitgenommen? Dafür hat es sich gelohnt. Naja, auch wenn ich Witcher nicht auf 100% machen werde, aber dafür hat es sich trotzdem gelohnt. Und? Habt ihr es geschafft? Ja, wobei nicht alles nach Plan gelaufen ist. Später mehr dazu. Jetzt erstmal ein starkes Getränk und einen Trinkspruch. Auf den Norden! Auf Temerien! Auf Temerien! Auf Temerien, verdammt! Temerien! Was jetzt, Roche? Ein neuer Partisanenkrieg gegen die Schwarzen? Nein, der Krieg ging soeben zu Ende. Wie das? Gibt es etwas, was ich nicht weiß? Das kann man sagen. Weißt du, morgen Mittag unterzeichnet der Kommandant der zentralen Heeresgruppe in Emhirs Namen einen Waffenstillstand, dessen Wortlaut mit Dijkstra abgestimmt ist. Das heißt also in Velen, als die Trolle dich geschnappt haben? Ja, da kam ich von den letzten Verhandlungsrunden zurück. Emhir behält Edirn und Lyrien. Aber gegen Radovids Kopf und das Ende der Partisanenaktion zieht er sich aus Temerien zurück. Welches ein Vasallenstaat des Imperiums wird. Mit autonomer Regierung, mit eigenen Gerichten und Verwaltungsstrukturen, mit eigener Armee. Die Silberlilien werden unter den Strahlen der großen Sonne erblühen, würde ich sagen, wenn ich Poet wäre. Aber ich bin keiner und sage nur, dass das unsere einzige beschissene Chance war. Ihr habt mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Da hast du recht. Wir wissen ja, dass du Politik nicht leiden kannst. Darum haben wir eher die Zauberer und so betont. Wär's abgetan, so wie's getan. Wär's gut, es wär schnell getan. Das mit dem Stoß, einmal für immer, alles sich abgeschlossen hätte. Ja. Wie bitte? Wachmit, erster Akt, siebente Szene. Das wollte ich schon immer spielen. Ich hab's bisher nur zum Hellebardenträger gebracht. Geralt, vergiss, was Thaler gesagt hat. Es gibt keinen Waffenstillstand mit Nilfgaard. Redanien wird den Kampf unter meiner erlauchten Herrschaft fortsetzen, bis zum Sieg. Und dann wird es den Norden vereinigen. Temerien eingeschlossen. Was? Wie? Das ist gegen die verdammte Absprache. Stimmt. Wir hatten auf der fragwürdigen Souveränität eines der Königreiche bestanden. Und dazu haben wir Emhir praktisch alle anderen Königreiche ausgeliefert.
keine weise Wahl. Also wird nichts daraus. Du verlogener Hund! Das lasse ich nicht zu! Du, Roche, solltest der Erste sein, der begreift, dass ich keine Wahl hatte. Warum zum Teufel sollte ich das? Weil auch du ein Patriot bist. Geralt, das hier betrifft dich nicht. Du kannst gehen. Alles Gute auf deinen Wegen und so weiter. Ich kann nicht zulassen, dass du sie tötest, Dijkstra. Pech. Dann stirb mit ihnen. Bringt sie alle um. Das ist nicht dein Tag. Reißt euch zusammen. Ja gut. Ich dachte, ich müsste Dijkstra jetzt direkt töten, aber das kommt wahrscheinlich gleich im Anschluss. Wenn wir die paar Pappnasen hier weggehauen haben. Ne, dann komm doch mal runter hier, Blitzpiepe. Geht doch. Au. Ja gut, dann ist der jetzt auch weg. Verfickte Scheiße. Bums mich der Troll. Das war knapp. Verdammt knapp. Er ist mitnichten vorbei. Der Gesandte, der die Nilfgaarder morgen treffen sollte. Sicher will Dijkstra ihn töten lassen. Wir müssen ihn beschützen. Ja, macht ihr das mal. Ich meine, wir müssen auch langsam mal vorankommen. Tut mir leid. Das müsst ihr machen. Danke, ich hab die Schnauze voll von Politik, ist klar. Komm nach Vysima, wenn alles vorbei ist. Da wirst du mit allen Ehren empfangen. Leb wohl, Wolf. Ja, worin gehauen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein bisschen Wichtigeres zu tun, ne? Mann, Mann, Mann. Okay, endlich können wir fortfahren. Kann ich hier raus? Jo, kann ich. Komm zum Geier, wird mir der Weg woanders angezeigt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich... Kann ich hier? Ja. Ah, Vorsicht, Vorsicht. Ach, geh halt. Okay, Trefferfahrer und die Loge. Okay, ins Ritterspawns-Dings. Ich werde aber vorher nochmal ein ganz kurzes Ründchen... meditieren. Muss ja nicht mitten in der Nacht sein. Also ich hoffe, das muss nicht mitten in der Nacht sein, wo wir die treffen. So, sehr schön. Ach, guck mal. Was soll dann hängst auch wieder am Start. So, wir sind weiter oben. Guten Tag. Geralt. Ja, hat ein bisschen gedauert, sorry. Ich musste noch einen König umbringen. Aber es braut sich was zusammen. Philippa und Margarita wollen mich sprechen. Haben Sie gesagt, weswegen? Nein, aber ich habe einen Verdacht. Ich wette, dass Sie was mit mir vorhaben. Und Sie geruhen mir, Ihre Pläne mitzuteilen. Du hast nichts zu befürchten. Geh einfach hin und hör dir an, was Sie zu sagen haben. Und wenn Sie mich zu irgendwas zwingen wollen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das zulassen würdest. Ich wollte gerade sagen. Margarita hat sich doch immer nur für deine Ausbildung interessiert. Sie wird dich kaum in die Politik zerren. Philippa ist zäh. Die spielt ein hartes Spiel, aber am Ende respektiert sie es doch, wenn man bei seiner Meinung bleibt. Wenn sie dir ein Angebot macht und du es entschieden ablehnst, wird sie das respektieren. Danke, Geralt. Geh lieber. Gib ihm nicht noch mehr Zeit, Ränke zu schmieden. Ach ja. Nehmen mal ihre Augenbinde abnehmen, damit man wenigstens mal die Knochen gucken kann. Ich kann ihr schlecht die Hand halten, wenn sie ernst genommen werden soll. Stimmt. Gute Entscheidung. Na? Irgendwas ist doch. Beruhige dich. Du läufst noch ein Loch in den Boden. Ich beruhige mich, wenn sie rauskommt. Ciri hat schon härtere Situationen gut überstanden. Stimmt. Wir haben ihr ein paar Prinzipien anerzogen. Nützliche Fertigkeiten. Genau. Also gibt es nichts zu befürchten. Natürlich. Ich würde zwar schon gerne wissen, worüber die da drinnen labern, aber... Ich guck nur mal schnell nach.
Endlich? Ich dachte schon, du machst das nicht. Hä? Na endlich. Ich dachte schon, dir fehlt es an Frechheit, um es zu machen. Lass mich auch... Nein, ey, komm. Was siehst du? Philippa doziert. Ciri läuft auf und ab. Sie bleibt stehen. Sie sagt was. Philippa ist bleich geworden. Das ist meine Ciri. Hat dir wohl eine Abreibung gegeben. Still, da kommt sie. Der ist doch überhaupt nicht verdächtig, da vor der Tür so rumzulungern. Und? Ihr habt gelauscht. Ja. Nein. Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sagst du uns, worum es ging? Lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Natürlich erst, wenn du soweit bist. Geh spazieren, schnapp Luft. Wir müssen nach Skellige segeln. Avalach wartet im Hafen. Natürlich. Ich hab erst Haufen gelesen. Dachte ich so, was für ein Haufen denn jetzt? Ich wollte nur... Geh zu Avalach. Er wollte dich offensichtlich sprechen. Ich find's halt schon irgendwie schön, oder lustig, süß, wie auch immer, wenn die beiden dann so, naja, auch noch ein bisschen kindisch sind. Weiß ich nicht. Vorbereitung für die Schlacht. Ja, was anderes werden wir heute auch nicht mehr machen, glaube ich. Warte. Ich meine, nach Skellige will ich schon noch rüber und, dass ich wenigstens ein Fragezeichen da weg habe, ne, da lässt sich ruhiger schlafen mit. Die Sache ist, was mir auch einfällt mit den Nebengeschichten, die vielleicht so noch dazwischen kommen. Hatte ich ja in Dings auch gehabt, in Skellige, dass ich da was über den Weg gerannt bin. Das hatte ich aber damals im Stream, glaube ich, erwähnt gehabt. Ich konnte das nicht zeigen, das war jetzt auch ein großartiges. Ich bin eben bloß zufälligerweise über den Weg gelatscht und ich hatte, glaube ich, irgendwas gefunden, was die eh brauchen. Schon bei der ganzen Loot-Geschichte. Also habe ich ihm bloß gegeben und das war's dann. Dass das natürlich aber trotzdem noch ab und zu mal auftreffen kann. Hatten wir jetzt hier auch gehabt, dass wenn es wirklich ein DLC geben sollte, obwohl ich mir das ein bisschen schwierig vorstellen kann, wegen der Netflix-Serie, weil die geht ja eigentlich, ich weiß nicht, die müsste eigentlich auch nach den Büchern gehen, nicht nach dem Spiel. Also wäre an sich ganz cool. Was ich eigentlich sagen wollte, dann kann man da die anderen verpasst müssen auch noch machen. Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht. Aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus Temeritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Woher weiß Rita das? Sie kommt doch selbst gerade aus dem Gefängnis. Bevor sie eingesperrt wurde, hat sie mit Fringilla gesprochen. Fringilla sagte, der Kaiser hätte sie zu sich zitiert. Und nach dem Treffen würde sie erklären, warum. Seitdem hat niemand mehr von ihr gehört. Ich dachte, diese Art Drama hätte sich nur bei Radovid ereignet. Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Oh. Also an mir lag's nicht, ne? Wollte ich mal dazu sagen. Ich war rechtzeitig hier gewesen. Mit Avalach sollten wir ja reden, ne? Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Oh ja, ist ja okay, Mann. Richten wir den Anker. Okay, dann rüber nach Skellige. Ich hoffe wirklich, das sind unsere beiden Fragezeichen, die uns noch fehlen. Aber da kann ich wenigstens sagen, jo, wir haben wirklich alles aufgedeckt. Was aber komisch ist, ich wäre eigentlich bei so einer weiten Reise davon ausgegangen, dass wir nochmal einen anderen Bildschirm kriegen. Oder auf der Reise passiert noch was, das kann natürlich auch sein. Nee, doch nicht. Ich
Das ist jetzt ein gutes und ein schlechtes Zeichen. Der Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Ich komme gerade jetzt noch nicht so ganz mit. Ist halt schon eine halbe Ewigkeit her, dass wir schnell da waren. Wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Was könnt ihr mich auf das Schiff des Kaisers teleportieren? Wir müssen nicht mal was. Was? Wir wissen nicht mal, was der Sonnenstein ist. Ja. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealpan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Erleuchte uns. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Toll. Danke. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealpan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte Segel hissen sollte, gab Gealpan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Der Sonnenstein ist auf Skellige. Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Berg. Neusak. Ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers. Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Ich bin hier überall rumgeschippert. Deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist. Und überall rumgeschwommen. Zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Ja, ich meine, die war überhaupt nicht dabei gewesen. Ich habe jedes Fitzelchen hier abgegrast und bin sehr, sehr viel rumgeschwommen. Also, die soll sich mal nicht so haben. Oder die soll man nicht so tun. So. Viel Glück. Brauche ich nicht. Denn ich habe Stufe 50. Okay, dann fragen wir mal eine Runde. Gut. Ach, hör auf damit. Oh, warte. Du machst mich ganz nervös.
Das wäre vielleicht schon interessant. So kann sich die Majestät gestattet mir, euch daran zu erinnern, dass unsere Arrangement sämtliche Zauberinnen betrifft, die sich an jenem riskanten Unterfangen beteiligten wollen, dessen glücklicher Ausgang uns so wichtig ist. Nachdem es mir bereits gelungen ist, viele Mitglieder der Loge zu versammeln, fällt es mir schwer zu glauben, dass ihr es Fringilla Vigo verweigern wollt, zu unserer Gesellschaft zu stoßen. Ich verstehe, dass ihr aufgrund von persönlichen Faktoren nicht geneigt seid, euch von euer Untergebenen zu trennen, doch versichere ich euch, dass unsere Interessen dazu nicht im Widerspruch stehen. Ich verspreche, dass ich mich an den Bedingungen unserer Abmachung halten werde, obwohl sie mir Opfer abverlangen und mich in einen Unverständnis. Ja, okay, gut. Unser guter Jenny. Judy. Na dann. Oh. Ach, fuck. Nee, warte. Falsche Taste erwischt. So, finde den Sonnenstein, Hulfrage. Warte mal, wie konnte ich das doch? Schlecht im Schutz der Dunkelheit? Was? Ja, ich wollte gerade sagen, hier, das hatten wir doch gerade. Wolf, hast du gesehen? Die schwarzen Hunde in ihren mickrigen Schüsseln. Sie kläffen und hoffen, dass wir uns fürchten. Hat er schon mal so einen grauen Star gehabt? Ich hab sie gesehen. Wo ist Moissac? Bei Lugus. Dem ist ein Ankret auf dem Thron ein Stachel im Arsch. Erst recht jetzt, wo er die Schwarzen gesehen hat. Der Druide redet ein Wörtchen mit diesem zurückgebliebenen Tropf. Ich werde Moissac aufsuchen. Muss mit ihm reden. Geh. Und wenn du diesen Sausack Lugos siehst, dann sag ihm... Ah, besser nicht. Der Druide macht das schon. Leb wohl. Lol. Das hat sich ja voll gelohnt. Halt, ich muss hier runter. Ich war halt Ewigkeit nicht mehr hier gewesen, ne? Aber ich habe das Gefühl... Okay, wir haben mehrere Hauptquests. Mehrere Orte. Wolfringilla. Sprich Moissac, das machen wir gerade. Schleich dich im Schutz der Dunkelheit auf das Flaggschiff des Kaisers. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir kommen doch nicht an den Ort, wo ich eigentlich heute noch hin wollte. Okay, das ist gerade zu. Das Gute ist bloß dadurch, dass wir ja eh schon alles untersucht haben. Sollte es nicht so schwierig sein, da irgendwie ranzukommen. Doch, glaube ich schon. Ach, da war die Schnellreise, würde ich gerade sagen. Ich lade jetzt nicht bis dahin. Und Lamarche. Ja, Lamarche wird, glaube ich, heute seinen Freien haben, habe ich das Gefühl. So, wo haben wir denn? Natürlich. Okay, vielleicht hat Lamarche doch nicht seinen Freien. Ja gut, aber erstmal da hochkommen, ne? Das war ja auch was bei der Map hier, was immer so ein bisschen näher war. Ich weiß halt nicht, ob ich da mit Lamarche so viel schneller jetzt wäre. Ich meine, ich hab... Ah nee, doch, einmal, er musste ja mit uns ein Turnier, wollte ich gerade sagen. In Dings reiten. Warte mal. Dann kann er auch nochmal. Gut, Lamarche hast halt auch nicht frei. Du bist ja heute schon geritten, also. Aha. Müssen wir mal ein bisschen voranmachen hier. Aber die 5 Minuten wird er auch aufbringen. Was denn? Alter! Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass wir hier irgendwie mal gewesen wären. Warum zum Fick? Alter. Ich wollte sagen, warum zum Fick ist denn das jetzt mehr geworden? Wir waren ja auch noch nicht. Null. Okay. Also jetzt hätten wir die Schnellreise da gleich freigeschaltet gehabt. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So. Hier sieht's doch gut aus. Guten Tag. Moissac. Ich knie nicht vor einem Ankret nieder, niemals. Ist das klar? Du hilfst lieber den Schwarzen? Pfah, eher würde ich den verdammten Erscheinungen von Murhoch helfen, als Krach die Skellige regieren zu lassen. Und deine Männer, was sagen die? Folgen sie dir, wenn die Jarls dich einen Verräter nennen? Das hier ist mein Land, Druide. Hüte deine Zunge. Du wärst gern König von Nilfgaards Gnaden?
Ist das dein Gebell, bevor du beißt? Sollt ihr Krach meinen Kopf bringen? Nur zu, versucht doch ihn zu kriegen. Auf sie! Toll. Ich wollte sagen, war das nicht der Typ? Ich töte ihn. War das nicht der Typ, den wir schon ein paar Mal auf die Fresse gehauen haben? Oh, jetzt habe ich noch was für sie umgebracht. Da ist ja noch einer. Au. Aber da oben hampelt noch einer rum. Guten Tag. Ja, Lugus der Irre. Jetzt ist er. Alter, Opa, kannst du mal laufen hier? Mein Gott. Er weiß schon, dass das hier irgendwie anscheinend gar nichts bringt, ne? Außerhalb des Zoo. Ja, gut. Dann geh mal voran. Ich muss eh mein Schwert reparieren. Nö. Haben wir bloß noch eins. Okay. Bah, nicht so weit runterfallen, Mann. Na komm. Anscheinend darf ich nur mit dir hier draußen reden. Hat der gerade so eine Brille aufgehabt? Sprich aus von Lugus dem Irren. Ja. Ich würde ja gerne mit ihm sprechen. Aber irgendwie. Guten Tag. Unfreundliche Leute, ja. Okay, da ist anscheinend noch einer, warte. Warte, du stirbst wahrscheinlich eh gleich. So, haben wir es jetzt, der Herr? Alter, wo willst du hin? Ich muss doch jetzt nicht den ganzen Weg mit ihm wieder bis zur Anlegestelle latschen, oder? Ich meine, ich würde ja gerne mit ihm sprechen, aber irgendwie. Komm, wir sollten hier nicht bleiben. Toll, Nachsachen. Na dann, joggen wir mal wieder runter. Ist ja nicht so, dass da vielleicht alle tot wären und wir genug Zeit hätten, so zu quatschen. Ich meine, wir hören du zu Eckener. So, bis ins Dorf oder bis außerhalb vom. Okay, gut, vielleicht sind hier noch ein paar Leutchen, ne? Die müssen ja zu ihm gehören. Seid ihr komische Wachen? Warte, der hier ist echt witzig. Was ist der Unterschied zwischen einem Nilfgaarder und einem Ertrunken? Na schön. Ernsthaft, Neusack. Ach, des Territoriums, jetzt habe ich es gelesen. Dass kein Streit in Skellige ohne dich auskommt. Mhm. Gemein und unwahr, Moisak. Mir scheint, ich habe sogar einige verpasst. Krachs Abkömmling sitzt auf dem Thron. Und das ist dein Werk. Ich fürchte, du hast einen kleinen Bürgerkrieg losgetreten. Seit Ewigkeiten hatten die Skelliger im Kampf um die Krone ihr Blut vergossen. Das war dort so üblich und nur eine Frage des Ausmaßes. Doch das blutige Bankett auf Kaer Trolde war anders. Es war unehrenhaft und verräterisch und musste aufgeklärt werden. Einmal mehr Hexerarbeit. Arbeit, die in der Krönung der neuen Königin von Skellige gipfelte. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Was ist daran jetzt so schlimm? Der Clan Drummond wird wohl früher angreifen als erwartet. Hat Krach dich nicht geschickt, um eine Einigung mit Lugos zu erzielen? Einigung? Nur Krach hat geglaubt, dass die jetzt noch möglich wäre. Dann habe ich dir die Tour nicht vermasselt? Diesmal nicht. Lugos Tod wird einiges ändern. Sein Vetter, der jetzt Jarl wird, ist ein schwacher Anführer und dumm dazu. Dieser Krieg beginnt bald. Und noch schneller wird er vorbei sein. Aber warum bist du nach Skellige zurückgekehrt? Hör zu, Meister. Weißt du etwas über den Sonnenstein? Der Legende nach ist er irgendwo auf Skellige. Erst die Maske von Ouroboros, jetzt der Sonnenstein. Die Monster können aufatmen, da du Schatzsucher geworden bist. Die Enseide-Elfen haben mich noch nie interessiert.
Aber dieser Skalder Eivind, der könnte dir helfen. Hat mir mal was von unzugänglichen Höhlen oder Ruinen oder so erzählt. Wo finde ich ihn? Heute? Zweifellos in Arimion. Du könntest auch die Perlentaucher Erling und Matthias Fischlung fragen. Die jagen derzeit am Ostende der Bucht. Danke für deine Hilfe. Ach, eins noch, Geralt. Die Vorfahren von Matthias und Erling hätten diese Ruinen schon vor Zeiten geplündert, wenn sie nicht durch irgendeine magische Barriere geschützt wären. Nimm eine Zauberin mit. Zweifellos hast du mindestens eine dabei. Sogar eine ganze Sammlung. Ja, mögen die Götter sich unser erbarmen. Aber schön, jetzt kommen wir da endlich hin. Okay, Lamage. Babania. Muss halt doch ein bisschen mehr arbeiten. Mit dem Barden. Oh nein, ich hoffe, der kann sich vernünftig ausdrücken. Nicht, dass er die ganze Zeit lalala, ne, wie es manchmal so ist. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, du mich auch. Und vielleicht kann der uns auch gar nicht weiterhelfen und ich muss die Perlentaucher machen. Ich habe das ein bisschen das Gefühl, wenn wir den Sonnenstein finden sollten, da wo er ist, dass ich mich dann halt nicht mehr aufs Boot schleichen muss. Aber ich glaube, das wird nicht... Also, das ist bloß ein Gefühl. Ich glaube, im Endeffekt wird es nicht ausbleiben, weil es ja zu den Hauptmissionen gehört. Aber mir würde halt wirklich jetzt erstmal daran liegen, merkt man vielleicht, dass wir endlich diese beiden letzten verkackten Fragezeichen aufdecken können. Und rein theoretisch, aber da habe ich... Warte mal, da müsste ich mal kurz gucken, da habe ich kein Boot. Weil ich habe das halt mit den Büchern... Obwohl, habe ich alle... Ne, die Bücher hatte ich ja nicht. Die haben ja nicht gewogen, ne? Versteckter Schatz. Moment. Ich meine, da hatten wir ein Boot. Aber ich bin immer hier... Also, hier müssten wir sowieso hin. Das sollten die Ruinen sein. Hier hatte ich nie ein Boot gehabt. Aber hier war halt immer noch ein Riesenviech, was mich gleich platt gemacht hat. Ich erinnere mich. Wir machen das erstmal mit den Dings. Ich hoffe, wir haben dann vielleicht noch ein bisschen Zeit. Dass wir da vielleicht noch mal ganz kurz hingehen können. Oh, okay. Ruh dich aus. Ruh dich aus, Lamage. Danke dir. Das hatte ich nämlich auch komplett vergessen gehabt. Dann haben wir auch doch noch nicht alles gemacht gehabt. Jetzt nicht. Doch, genau jetzt. Suchst du nach Nilfgaards Flotte? Flotte? Ach ja, da war was. Nein, ich habe Wichtigeres zu tun. Nach meinen Berechnungen ist es heute soweit. Georg, der legendäre Weiße Wal, durchzieht die Gewässer der Skellige. Darauf warte ich schon mein ganzes Leben. Halten wir gemeinsam nach Georg Ausschau. Und du erzählst mir, was du über Elfenruinen auf Skellige weißt. Ich habe mal von einer Höhle gehört, die niemand betreten kann. Das ist doch gut so. Sonst wäre sie längst geplündert, wie all die anderen. Eivind. Was? Ich wollte dir versichern, dass ich mich in der Höhle nur umsehen will. Recherche. Nachforschungen? Ich schreibe eine geschichtliche Abhandlung über die Enseide. Unter Anleitung von Moissac. Moissac? Der hat sich noch nie um die Bergelfen geschert. Scheiße. Du bist Durchschautverschwörer. Und wenn du mich in Stücke reißt... Von mir erfährst du nichts über die Höhle. Übrigens, dein Kackwal ist weg, du Arsch. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, ne? So. Na gut, dann war das einmal ein Schuss in den Ofen. Komm schon, Plätze. Okay, das ist vielleicht nicht so gut, dass ich gleich hier lang reite. Obwohl es mir halt sehr richtig aussieht,
Yay, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Schiffe fahren, juhu. Wo sind wir überhaupt? Ach lol, warte mal, kann ich hier nicht klar... Na, nee. Ich fahre da wirklich mal mit dem Schiff rüber, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sonst da nicht so wirklich rüberkraxeln kann. Ich hoffe bloß, ich komme hier durch, ohne das Ding zu versinken. Ja, okay. Ja, ist gut, Mann. Rückwärtsgang hier. Scheiße. So viel dazu. War vielleicht doch ein bisschen zu eng. So, warte. Ich will halt nicht komplett außen rumgondeln. Warte. Ach, die kommst du auch nicht durch. Das ist doch scheiße. Okay, dann muss ich außen rum. Ach, wie habe ich es vermisst. Wie habe ich es vermisst. Das Ding ist bloß, sobald ich angegriffen werde, aber ich weiß nicht, ob ich dann Schnellreisen machen kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Außerdem haben wir da oben noch ein großes Viech. Wir brauchen mir gar nicht zu nahe kommen. Aber ich komme hier auch nicht durch, ne? Und da ist der Hafen. Ich komme da gar nicht durch. Ach, Menno. Gut, dann... Lol. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Wahrscheinlich, weil die anderen hier immer zu weit weg gewesen sind. Ach so, irgendwie da hoch und darüber. Und er will hier wieder... Na toll. Och, Geralt, bitte. Ernsthaft? So, hier wirst du doch aber auch ein bisschen an Land sporten, oder? Geht doch. Ich meine, ich könnte es mit Lamarche probieren, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der doch ein bisschen sehr voll sein wird. Ach lol, hier war noch gar keine. Hier war es aber. So. Easy. Das Ding ist bloß, wenn ich bei dir den jetzt auch verkacken sollte. Ich hoffe nicht. Das ist eine Höhle, okay. Jo, warte. Oh Gott. Ja. Sehr schön. Das ist aber immer das Problem hier. So finde ich. Naja, dann. Ja, bestimmt hier irgendwo am Start sein, oder? Ich werde jetzt nicht nur zum Boot, oder? Finde die Perlentaucher und sprich mit ihnen. Ja, die werden bestimmt hier unten sein. Ich schätze mal auch in der Höhle. Vorsichtshalber. Ich werde bloß mal auf dem Boot gucken. Vielleicht sitzen sie ja doch drauf. Habe ich aber ja weniger. Nee. Ehrlich, ich sehe hier aber keinen. Und gelootet müssten wir hier eigentlich schon alles haben. Naja, bis auf das bisschen Kraut. Ah, nee. Ich dachte, weil es da geblinkt hat, dass die vielleicht da wären. Spur kann ich aber hier nicht aufnehmen, oder? Wir müssen mal gucken. Nicht, dass er jetzt irgendwas für seine Richtkolben braucht. Gut. Ganz ehrlich, wir gehen in die Höhle. Die werden mit Sicherheit in der Höhle sein. Aha. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden, aber naja. Ich wollte den weißen Wal doch schon längst. Ne? Ich habe ihm das ja gesagt, dass der da ist, oder? Naja, egal. Ich sagte doch, wir haben noch nicht Feierabend. Den hier mussten wir nicht mal rausfischen. Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Was macht ein Hexer hier? Es gibt wohl keine Perlen mehr? Das geht dich nichts an. Wir nehmen, was das Meer hergibt.
Sehr freiwillig sieht das nicht aus. Stimmt. Ich könnte ein besseres Messer gebrauchen. Ein paar Stunden und schon sind ihre Finger geschwollen. Hört mal. Angeblich wisst ihr was über Elfenruinen auf Skellige. Sagt wer? Moissac. Du sagst ihm doch nicht, was du heute gesehen hast, oder? Kommt drauf an. Elfenruinen, sagst du? Was willst du wissen? Ein Druide hat eine Höhle erwähnt, die ihr nie betreten konntet. Wo ist die? Östlich von Caer Trolde. In einer Bucht, in die man nur von See reinkommt. Aber was genau? Okay, stimmt. Das war ja das Tor, wo ich immer gedacht hatte, da könnten wir irgendwie was, Zauber oder sowas wirken. Ich erinnere mich, dann kommt man aus der, von der Seite auch rein. Weißt du, was das Schöne natürlich ist? So, erstmal die wegmachen. Hä? Ach, da ist noch einer. Hä? Achso, ich muss mit Jens sprechen. Mal gucken, ob es die uns hin teleportieren kann. Aber wie gesagt, da waren wir ja schon. Vielleicht auch mal bitte. Aber wir sind halt nie reingekommen. Wo es jetzt natürlich auch Sinn macht. So. Die werden ja bestimmt ihr Bötchen... Nein, ihr Bötchen nicht... Hallo, bist du bescheuert, Mann? Geralt. So. Jetzt mal bitte hinsetzen. Theoretisch müsst ihr uns gleich hinführen. Und easy peasy ab zum... Na. Nicht das Boot. Nicht das... Sag mal, hör auf das Boot anzuvisieren, Mann. Ich will den Hafen. Entschuldigung. Dass wir von da aus nämlich auf die andere Insel noch rüber können. Ich meine, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich sage, yay. Wir kommen endlich zu den Fragezeichen, was ich ja unbedingt noch machen wollte, damit ich die auch mal weg habe. Und dann können wir von der Seite aus, wenn wir drinnen waren und den Sonnenstein haben, vielleicht gleich auch noch das Viech da tot machen und eventuell sogar noch Bücher abgeben, falls wir welche dabei Wohin haben. Ciri sagt, dass wir einen Ort auf Skellige untersuchen müssen. Avalach verheimlicht uns eindeutig was. Als wir zusammen auf den Inseln waren, hat Avalach ein Labor erwähnt. Einmal wollte er hinteleportieren, um etwas zu holen. Und er hat sich geweigert, mich mitzunehmen. Das war alles sehr seltsam. Ausreichend verdächtig, meinst du nicht? Und was habt ihr vor? Einfach reinschleichen und rumstöbern? Genau. Kommst du mit? Na, gut. Wohin denn? Auf eine kleine Insel zwischen Undvik und Spikerog. Liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich habe gerade herausgefunden, dass der Sonnenstein auf Art Skellig ist. In einer Höhle an der Küste, an die man nur vom Meer aus rankommt. Und zum Betreten der Höhle braucht man echte Magie. Geht und findet dieses Labor. Ich erkunde Art Skellig. Du kannst später zu mir stoßen. Dein Augenlicht wurde gerade erst wieder hergestellt und magisch simuliert. Sagtest du nicht, du bräuchtest eine Zeit der Eingewöhnung? Sagte ich das? Ich hatte vergessen, was für eine Schreckschraube sie sein kann. Komm, Ciri. Wir warten dort auf dich. Lass mich raten, ich muss auch mit Avalach sprechen. Aber können die mich nicht wenigstens da absetzen? Reise auf die Insel, auf der Avalach. Ja, ich meine, ich weiß, wir hassen Dings und so, ne? Aber. Ach, da war's gewesen. So, okay, ab zur Insel. Ich hoffe, ich komme da auch hin einigermaßen. Ja, easy. Okay, Gott sei Dank waren wir da schon. Ich hoffe aber trotzdem, dass die uns wirklich da unten in die Bucht noch, ne, rein teleportieren. Oder waren wir hier noch nicht? Doch, wir waren hier schon, oder? Und? Irgendwelche belastenden Briefe?
Keller voller Leichen. Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Aber wird ihr das nicht merken? Ja, okay, gut. Mal sehen, was Avalach tatsächlich. Ich kümmere mich. Wo denn? Ach so. Ui, jetzt habe ich auch noch. Au. Ich bin immer noch zu vorsichtig, ey. Aber der ist bloß 28. So, tschüss. Die andere Wache wird bestimmt auch gleich hingescheißert kommen. Aber ne, ist das Siri und Tipp. Ach, guck mal. So, hi, bin erster. Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Okay, dann erkunden wir mal. Halt. Schau, Geralt. Warte mal, da ist was. Ich wusste gar nicht, dass er wild auf Süßes ist. Und Jenja, ich komme zum Schluss zu dir, weil eventuell... Okay, ich dachte eventuell Bücher, aber... ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil vielleicht kann ich da nicht weiter erkunden. Gerade eben jemand hier. Avalach ist auf dem Schiff, das wissen wir. Und wenn nicht? Schluss damit. Ein Destillat. Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Noch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Du mir auch. Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Ja, ach nee. Du hast mich doch zuerst zitiert, Ja, okay. Egal. Ich schätze mal, Avalach wird trotzdem hier sein. Aber ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht genau durchgelesen, was da jetzt stand. Deswegen habe ich erst das Erstbeste genommen. So, kleine A-Zeichen. Ja, toll. Ich wäre aber eigentlich davon ausgegangen, dass hier tonnenweise Bücher sind. Jen! Stammbaum. Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorn. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem glühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Gleich Foto machen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Sehen wir uns seine Notizen an. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falka? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Hat er dann sowas versucht, vielleicht auf seine eigene
benutzt das Wort ja ungern, aber auf seine eigene Rasse zu umzumünzen. Halt eine Elfen-Ciri so gesehen zu erschaffen. Ja, wie alte Fälle, toll. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Da ist jemand. Hinter der Tür. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Guten Tag, hier ist jemand. Wurde mir gerade gesagt. Wie seid ihr hier hineingekommen? Ich krieg gerade ein bisschen eine Gänsehaut, weil vom Gesicht her erinnert die mich gerade richtig an Lisa Garland aus Silent Hill in einer Szene. Wer bist du? Das geht dich nichts an. Verschwindet, sofort. Du, ich erinnere mich an dich. Von Tirnalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft. Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Bedeutet Avalach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ja, also es hat schon damit was zu tun, sonst hätte ich ja das nicht gefragt. Aber sie kann uns das halt nicht gestehen. Oder offen uns dazu sein. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Gut, dass du es nicht absichtlich machen kannst. Was habe ich getan? Also doch hat er nichts gesagt, aber... Problem wird bloß sicher sein, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Avalach vielleicht uns am Ende noch in den Rücken fällt. Also nicht wegen so ein bisschen jetzt, da was kaputt geht, aber... Na? Ich meine, schaffen wäre was, denke ich mal, trotzdem.
Vielleicht hätte ich mich doch umentscheiden sollen, ich weiß nicht. Nicht wegen Avalach unbedingt. Aber das erinnert mich eher so von wegen, okay, die machen mal was zusammen und nicht, es geht darum, ihre Wut loszuwerden. Da hätte man auch was anderes zusammen machen können. Komm, wenigstens eine Kerze so, oder so runterschmeißen. Schon besser. Und jetzt weg hier. Genau, wir hatten ja noch eine Sache eigentlich im Blick gehabt, die ich heute gerne noch machen wollen würde. Okay, das war hier. Gut, gut, gut. Alles klar, vor dem Labor. Ich will das aber wirklich gerne noch. Die Fragezeichen machen. Und das komische Viech. Weil das war, hatte, glaube ich, immer einen Totenkopf gehabt. Und wir konnten das nie besiegen. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri, Skjall ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skjall ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Natürlich machen wir das, aber... Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindersfjall öffnen? Kann ich. Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Ich frage mich halt bloß, sie will sich ja halt von allen Personen, die irgendwie wichtig waren, Freunde so verabschieden. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Warum? Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Das ist halt eine Sache, die ich so noch nicht auf dem Schirm habe und vermute... Olaf, Sohn von Ova. Inge, Tochter von Trotnir. Verdammt, er ist nicht hier. Skjall hat kein Grab. Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach. Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Was macht ihr da? Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Die sind für uns nicht bindend. Klar, und Respekt vor unseren Gebräuchen habt ihr auch nicht. Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet.
Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag. Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Die Sache ist, die mir durch den Kopf gegangen ist, wenn sie sich jetzt von allen wichtigen, für sich wichtigen Leuten, die verabschieden will. Dass die sich vielleicht wirklich am Ende selbst... Zurück zum Boot. Ne? Also, dass auch Ciri am Ende fallen wird. Ich meine, wir sind ja dazu da, um sie zu retten und alles, ne? Aber es ist nur so ein Gefühl. Weil wenn sie sich so sicher wäre, das zu überleben oder dass wir alles hinkriegen, warum dann sich von allen verabschieden wollen? Schleicht sich auf das Schiff, trifft Philippa einen Elfen. Das war das gewesen, ne? Oder? In den Elfenruinen. Weil jetzt muss ich mal gucken, ob das da ist, wo wir hinwollen. Jo. Sehr schön. Ich hoffe, die Schnellreise war hier hinten gewesen. Ja. Dann schnell da rein. Dann werden wir den Sonnenstein hoffentlich... Oder? Warte mal, Moment. Okay, weil hier ist bei mehrere Orte. Sollte man. Ja, doch. Ich hoffe einfach mal, dass es passt. Weil. Das Blöde ist natürlich, wenn wir trotzdem hier reinkommen, wir haben hier kein Boot, um darüber zu schippern. Das ist doof. Aber vielleicht wird das auch als Hafen gekennzeichnet. Wir gucken mal. Weil das Viech würde ich schon ganz gerne nochmal ausprobieren wollen. Guten Tag. Großartig. Hey, sieh dir das an. Ja, mach auf hier. Habe ich hier noch nicht gelootet? Danke. Gehen wir. Cool. Endlich. Ich wollte gerade sagen, ich will bloß darüber sicher gehen. Schön. Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie wilde Forts? Ich weiß noch, als ich ihn umbrachte, da waren sie noch nicht ausgewachsen. Sahen ekelhaft aus, aber... Ich weiß, sie wartet da, aber ich muss... Auch wenn wir hier eine großartig weiter finden sollten, ich muss. Ich habe das Gefühl, da ist irgendein Geist aufgetaucht. Hörst du? Na hallo. Was ist das? Ich meine, sie kann sich doch um das fliegende Viech kümmern, oder nicht? Wo ist es denn? Scheiße. Komm mal runter hier. Okay, ist vielleicht das... Warte mal. Das ist für Dings vielleicht gar nicht mal so geil. Wo ist denn das fliegende Viech jetzt hier? Habe ich die jetzt erwischt? Nein, habe ich nicht. Scheiß Sirene hier. Wo bist denn du? Ich muss das aufladen, ne? Ja. So, kommst du jetzt mal hier runter? Hä, warum stehst du da jetzt in der Luft rum? Du gehst mir auf den Sack. Warte mal,
Vielleicht, wenn er das nächste Mal anfliegt. Okay, ist noch nicht aufgeladen. Doch, ist aufgeladen. Scheiße. Ich hab aufs falsche Ding geguckt. Kann man damit auch mal was machen? Ich weiß halt nicht, ob ich diese Rede wirklich wegkriegen muss. Und sonst sind sie eigentlich immer runtergekommen. Komm jetzt her hier. Mein Gott. Kann sie aber auch lullig haben. Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern. Hm, weiß ich nicht. Oha, oha, warte. Spiel? Nein, was willst du über Alchemie, Mann? Wir haben hier schließlich was vor. Okay, ich muss mir das notieren, markieren, so. Ach, da ist es. Ich sollte Kraft ausziehen. Jo, machen wir auch lieben gerne. Yeah. Okay, brauchen wir natürlich nicht mehr. Ist relativ irrelevant. Aber damit wir das weg haben, genauso wie das da. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann sie uns ja helfen, dass wir da rüberkommen. Also, wie kommen wir da? Die Treppe. Ich repariere sie. Nettes Grundstück. Fertig. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Yennefer und Triss nicht entgangen. Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Hm. Sie kommt klar. Toll. Scheiße. Elfenschlüssel. Okay, der ist irgendwie da runter. Okay, ich dachte, da wird vielleicht bloß ab und zu mal einer kommen und nicht alle. Den Schatz muss ich trotzdem haben. Scheiße. Ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel Uncharted wäre, wäre einfach irgendwas draufschieben. Mir sind die Spannungen zwischen dir und Jennifer. Ach, hier haben wir Gespräche. Nein! Das ist schwer für Ciri, glaube ich. Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt. Naja, sie ist Kind und Mutter-Vater-Ding so, ne? Ja. Das sind halt wirklich alle, ne? Also ich kann nicht einfach drüber springen, ich krieg jedes Mal einen ab. Ich kümmere mich erstmal, was ist denn du für ein ekelhaftes Vieh? Oh. Oh. Au. Oh, Geralt, Mann. Ich wollte gerade sagen. Es muss ja irgendwas geben, womit wir da rein können. Aber wie? Warte mal. Vielleicht? Ja, okay, der hat mich jetzt erwischt. Aber wie? Ah. Du musst halt... Problem ist halt, ich muss jetzt hier vorsichtig sein. Weil er läuft halt wirklich hier wie ein eingeschissener alter Opa. Vielleicht das Gefühl, so nicht zu weit. Das ist wohl ein Dürr Obst. Na toll. Mach ich auch ehrlich gesagt bloß. Ja, Schwein gehabt. Weil ich dachte erst, das Rote würde hier von wegen... Ja, das meine ich, Alter. Jedes Mal muss der... irgendwo ein Stückchen zu weit latschen, obwohl ich dann nicht drücke. Ach Gott sei Dank gibt es einen Hebel.
Okay, haben wir den Schatz auch gut. Haben wir das auch erledigt? Dann können wir zu ihr zurück. So. Aber das mit dem Elfenschlüssel weiß ich halt noch nicht wofür. Siris große Schwester wartet aber gierig auf eine Chance, mit dir ins Bett zu hüpfen. Du und Yennefer spielt die Eltern. Genau. Ja, das wissen wir. Das ist jetzt nichts Neues. Schon wieder am Arsch. Ich glaube, nein, ich glaube, es wird mal Zeit. Langsam ein bisschen, was haben wir denn hier eigentlich? 90er, machen wir 15er. Können wir das auch gleich reparieren? Damit das mal ein bisschen wegkommt. Und dann haben wir bloß noch die 90er. So, und nu? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier folgen muss, weil ich habe jetzt keinen anderen. Weiß ich nicht. Oder folgt sie mir? Nee, sie folgt mir nicht. Hey, sieh dir das. Ja, ich sehe mir das an. Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Mhm. Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld. Er will Blut, keine Münzen. Das ist Fjallan aus der Elfenlegende. Liest du eigentlich gar nichts? Mhm. Aber nett von dir, dass du dich öffnest. Opferst. Mein Gott. Bitte sehr. Danke. Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden. Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte, das ist offensichtlich eine Suggestivfrage. Kein Geralt, ich bin müde, setzen wir uns und plaudern zur Einstimmung? Legst du so viel Wert auf das Vorspiel? Diese Abmachung mit Amhyn, die ist Sache der Zauberin. Frag wen anders aus. Sie hat dir also nichts gesagt. Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg. Sie ist erwachsen, Geralt. Das vergisst du ständig. Sie kann selbst entscheiden. Also dann. Weiter? Mag sein, dass sie erwachsen ist, aber doch ein bisschen sehr impulsiv. Meinst ne? du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciris Leben einzumischen? Alter, wohin denn jetzt hier nur? Nein. Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, dass du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid. Und natürlich kann ich das, wenn es sein muss. Warte, hier ist etwas. Fühlst du es? Nein. Nein. Medaillon. Lächerlicher Schnickschnack. Lass ich nicht lache. Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger, als ein übel riechendes Monster zu erschnüffeln. Sieh her. Ahan Luma! Danke, dass du Licht machst. Aha. Dann ist der Sonnenstein hier. Steh nicht rum und guck doof. Versuch lieber, die Spiegel zu bewegen. Ah, okay. Wenn das so ist. Och, junger Mann, Geralt, kannst... Och, ja, natürlich. Du da über die Dinger rüberkrabbeln. Gut, ich komme auf Wegs noch alleine hoch. Was sagen mein Herr? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das jetzt schon falsch mache. Ich weiß nicht, ich gehe mal bei allen gucken. Ich weiß halt nicht, ob das reicht, bei jedem bloß eben mal drauf zu klicken und dann war es das. Also das wäre jetzt das, von dem ich ausgegangen wäre. Willst du denn, Mann? Hauen Sie mal ab hier. Ich hab
Wichtigeres zu tun hier, Mann. Gehen Sie mal weg. So. Ich muss Hebel betätigen. Das Problem ist, wenn ich halt nicht weiß, worauf ich es ausrichten muss. Und hier komme ich zum Beispiel gar nicht hoch. Oder? Nee, er hält sich auch nicht fest. Na. Wirst du. Willst du mich verarschen, Geralt? Alter, hör auf, hier jetzt mal runter zu rutschen. Einfach zur Seite springen. Warte. Und diese Stalagmiten. Muss ich erst mal überlegen, was? Gehen wir auch auf den See. So. Ich meine, er hätte es ja einfacher haben können. Er hätte einfach an der Seite lang und dann ist gut. Mann, was willst denn du jetzt schon wieder hier? So. Genau. Hat sie gerade gesagt, E-Hops? Ja, willst du mich verarschen? Warte mal. Ich wollte gerade sagen, gib mir doch keinen Weg, an den ich nicht laufen kann, Spiel. Oh lol, ich habe keine Katzenaugen mehr. Ich weiß halt auch nicht, ob ich zwischendurch jetzt mal meditieren kann. Ich meine, ich hoffe, wir sind bald mal da oder wir haben ihn schon. Okay, wir haben ihn schon. Dann bleibt bloß noch eine Sache zu tun. Her damit. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Ciris Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Du hast keine Zukunft. Nilfgaard wird dir gefallen, zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Und was ist daran so schlimm? Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Noch mehr weise Worte? Oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Na toll. Das heißt, also entweder kommen wir jetzt an einem Ort raus, schleiche dich, ja. Machen wir später. Oder, also, was heißt später? Machen wir auf jeden Fall nicht jetzt. Oder nicht heute. Ach, was denn? Scheiße, ey. Ich habe vergessen, mal bis zweimal zuschlagen. Und dann ausweichen. Hat da super funktioniert, ne? So, mal gucken, wo wir hier rauskommen. Denn ich will noch einmal kurz auf die Insel. Bevor wir für heute Feierabend machen. Denn das war mir eh. Hat man vielleicht gemerkt, mit das Wichtigste. Die Sache ist bloß, wie komme ich jetzt hier raus? Also muss ich jetzt wirklich den ganzen Weg wieder zurücklatschen? Ich hoffe, das ist der richtige Weg hier. Ich meine, dann müssen wir halt leider es auf uns nehmen, um zurückzuschwimmen. Au. Au. Nein, sag mal. Die haben halt echt ein langes Bein, ne? Aber ich will auch kein Dürrübs mehr verschwinden. Aber ich glaube, wenn hier noch Gegner sind, dann sind wir zumindest mal auf der richtigen Spur. So. Wo zum Fick kommen wir denn hier raus?
Falls wir überhaupt hier rauskommen, das ist ja dann auch die nächste Frage. Oh. Obwohl, was heißt, ne? Hä, die haben doch... Die nicht gerade beleuchtet. Okay, wo sind wir hier? Okay, mit der Marsch der Welt, wo ich glaube ich schon mal war. Die Sache ist, was ist denn jetzt das Schnellste dahin? Ist glaube ich wirklich Schwimmen, ne? Da tut es mir an der Stelle leid, dass wir das mal wieder machen müssen. Aber ich will halt gucken, ob wir nicht vielleicht doch den Typen mit den Büchern den irgendwas geben können. Ich glaube zwar nicht, weil das letzte Mal hatten wir auch nichts dabei gehabt. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir bei dem Typen waren, aber ich weiß, wir hatten nicht ein einziges Buch irgendwie dabei. Und die Bücher habe ich, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch weiter gar nicht abgelegt. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und... Das ist sehr schön, dass ihr dir dient. Jo. Dass man hier aber auch keine Schnellreise machen kann, das zum Kotzen. Im Endeffekt geht es mir aber auch nicht um die Bücher, sondern um das Viecher, was auf dem Berg da wohnt. Ob das möglich ist. Ich kann ja mal bloß mal einen Nupsi dahin packen, damit wir wissen, wie weit oder wie lange das dauert. Weil das zu schwimmen. Da bin ich ja jedes Mal gestorben. Wir haben deshalb keins. Das wird auf jeden Fall lange dauern. Ich möchte sagen, eigentlich hatten wir da eins gehabt, aber ich bin da, glaube ich, nie lebend von der Insel gekommen oder so. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Aber egal. Die Sache ist, ich dachte eigentlich mit dem Stein finden, dann wäre es das auf Skellige. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie weit wir ungefähr sind. Die Sache ist, da du ja optionale Wege hast und so, oder was du ungefähr angehst, ist halt schwierig. Stelle ich dich aufs Schiff, dann ist das hier gleichbedeutend. Ja, das hätte ich vielleicht noch ändern können. Aber ja. Da ich eigentlich heute Abend noch was anderes aufnehmen wollte... Und ich ein bisschen schwer den Rücken merke, also, ne? Und wir, Gott sei Dank, ein bisschen mehr Zeit jetzt auch noch haben. Ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn wir an der Stelle weiter machen. Kann halt doch sein, dass da in dem Walkthrough, was ich da gesehen habe, dass der doch relativ lange gebraucht hat und halt nicht so imber war wie wir und ein bisschen mit Kämpfen zu tun hatte, keine Ahnung, dass das halt alles ein bisschen länger gedauert hat. Und dass er da dementsprechend auch länger gebraucht hat. Das kann ja auch möglich sein, ne? Dass ich hier jetzt am Rumdaddeln bin, mehr oder weniger, und zack, sehe ich, okay, ich habe ja die Hälfte schon, was ich hätte machen müssen. Ich meine, ganz genau planen kann ich es halt nicht, aber es wäre halt... Ich brauche immer wenigstens ein bisschen Kalkulation bei sowas. Ist vielleicht nicht unbedingt das Beste bei solchen Spielen, gerade bei so langen Spielen nicht, aber ja, damit ich mir das ungefähr einteilen kann. Weil ich hasse es zum Beispiel auch, gerade jetzt, wenn wir größere Sachen oder sowas haben. Und ich bin am Ende von dem Spiel zum Beispiel im Stream gerade mal eine Stunde. Deswegen, ich gucke mir halt nie an, was dann passiert, was man machen muss oder so. Aber drum zumindest, damit ich ungefähr ansatzweise weiß, wie weit ich bin. So, und ganz ehrlich, hat jetzt doch nicht so lange gedauert, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich möchte eigentlich sagen, dass wir hier einen Außenposten hatten. Ich bin bloß mal gespannt, ob wir das Viech besiegen können. Das würde ich halt wirklich gerne angehen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie zur Story oder so dazugehört. So, Meister. Grüße dich, Ivar. Ah, hallo. Ich hoffe, ich hab was. Hab ich was? Zählt das dazu? Das hast du schon gelesen. Ich weiß es nicht. Ändere dein Leben. Ein Handbuch für Sture. Das könnte nützlich sein. Also anscheinend habe ich ein richtiges gefunden, aber noch nicht mehr. Weil wir halt alles schon abgesucht haben. Das ist halt... Ja. Naja. Dann ist das wirklich auch eine Sache, die ich nicht machen kann, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch mehr Bücher irgendwie finden sollte. Was ich aber auf jeden Fall machen werde... Wir werden noch mal hoch zu unserem Schatz latschen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt direkt rangekommen bin. Ich würde fast sagen, ja.
Oder ob ich ein bisschen Umweg machen muss, weil ich habe noch einen Weg da gesehen. Speichern werde ich, glaube ich, kurz davor. Bin ich hier direkt hochgekommen? Das war ja wieder so eine Kackstelle, wo er anfängt hier zu rutschen, oder? Das war halt bewacht. Warte, dann speichere ich hier schon mal. Ich würde es vielleicht auch sogar versuchen, mehrfach jetzt versuchen, ne? Ich muss halt bloß sehen, dass der wirklich vielleicht... Oder pennt. 48. Kriegen wir. Oh, kriegen wir easy. Kriegen wir easy. Aber schön, dass da jetzt endlich mal eine Zahl stand. Das war nämlich vorher immer so, ne, ne. Notizen, Totenkopfschlüssel. Notizen des Kriegers. Wie viel Pech kann man haben? Ich kaufe mir ein Pferd, es ist lahm. Ich nehme mir eine Frau, sie entpuppt sich als fieser Drachen. Ich baue ein Haus. Nach weniger als einem Jahr schlägt der Blitz ein und brennt es nieder. Und das eine Mal, dass das Glück mir hold ist und von einem Beutezug mit reicher Beute heimkehre, kommt ein Greif vom Himmel gestürzt und baut genau auf dem Berggipfel ein Nest, an dem ich den Schatz vergraben habe. Wahrscheinlich sollte ich noch froh sein, dass es kein verdammter Golddrache ist. Aber so sei es. Ist ja nicht der erste Gegenwind in meinem Leben. Ich werde das Vieh verjagen und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Okay. Der hat ja nichts mehr. Der Schatz des Pechvogels erkundet das Gebiet. Okay, das können wir doch schon schnell machen. Also, sollte ja jetzt nicht so schwer zu finden sein, oder? Ich meine, danach habe ich nie geguckt, weil das Viech, glaube ich, immer gleich gekommen ist. Aber Wolfsfell, und hier mal eine Truhe. Pechdraht, die Truhe. Die Truhe, Mann! Cool. Also nochmal eine Schatzsuche abgeschlossen. Schön. Dass wir aber auf dieser verkackten Insel halt keine Möglichkeit haben für eine Schnellreise, ist halt ein bisschen... Aua. Bisschen ärmlich. Ich wollte ja eigentlich zum Dings zurück. Oder ist die Möglichkeit jetzt da? Ich bin halt auf der Insel nicht großartig wieder rumgekraxelt. Kann ja auch sein, dass wir die jetzt haben. Ja, dass hier auf einmal irgendwo ein Punkt ist. Auf dem Weg. Ich bin halt einfach bloß nicht weitergegangen. Wir hier schon? Ich glaube, wir waren hier schon. Okay, dann latsche ich mal bloß noch mal rüber zu unserem Freund. Da ist wenigstens ein Boot. Da kann ich dann, glaube ich, so mal eine Schnellreise machen. Ja, schade. Ist halt doch bloß blöd, dass man das jedes Mal extra ansteuern muss. Ne? So, Judy, eine Runde hoch. Haben wir das Viech auch endlich mal besiegt? Der Wind heult. Ja, dann lass es doch. Und dann lass uns bloß mal ganz kurz zum Hafen reisen, wo wir hin müssen. Und ich würde sagen, dann speichere ich da nochmal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Die Sache ist, ich wollte halt ganz gerne wieder eine Mischung in die Woche reinzaubern. Also das war Witcher und am Wochenende wieder das übliche Horrorgedönse machen. Deswegen wird es wahrscheinlich erst... Nach der Dunkelheit wird es leichter sein, an Bord zu schlagen. Ja, ja. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass es erst nächste Woche mit Witcher weitergeht. Wie gesagt, es sind bloß noch so drei, vier Streams. Ich meine, bis Horizon anfängt, sollte man das schon gut schaffen. Ansonsten, falls ich wesentlich früher fertig sein sollte und ich sage mir auf den Sonntag so, na, habe ich schon Bock, dann früh und nachmittags nochmal zu machen, dann werden wir natürlich schneller durchkommen. Aber dann wird es erstmal viel, viel Horror geben, kann ich auch schon mal sagen, damit ich einigermaßen meinen Desktop aufräume. Ich habe extra nichts gekauft, weil da bei Steam ist, glaube ich, besser so, damit ich da auch mal ein bisschen zur Produktion komme. So, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann, ja, entweder Sonntag zur Horror oder nächste Woche muss ich mal gucken, zu Witcher wieder. Bis dann, ciao, ciao.